Herzlichen Glückwunsch zur 74. Ausgabe des Was für Glückwunsch. Techtelmechtel-Podcast. Warum Glückwunsch? Ja, hallo, das ist ja wohl ein Glück, dass man uns wieder hören kann, oder? Das weiß ich nicht, das kommt wahrscheinlich, das liegt im Ohr des Betrachters. Ja, oder auf YouTube im Auge des Betrachters und es wär, das wird immer schlimmer, das muss man schon dazu sagen. Ja gut, das ist Alter. Das ist das ja. Alter. Also ja, jedenfalls herzlich willkommen zur 74. Also passt da willkommen besser, oder? Ich finde herzlich willkommen, ja, sei irgendwie kitschig, aber okay. Grüß euch. Ja, das ist noch schlimmer. Servus. Es wird immer schlimmer. Grüß Ina. Grüß Erna. Achso, ja, das geht auch noch. Aber es ist auch eher furchtbar. Da machen wir es politisch passend. Grüß Gott und herzlichen Glückwunsch zur 74. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Ich bin der Clemens und da drüben, also auf der anderen Seite, sitzt der Alex. Hallo. Sag mal Hallo, Alex. Ah, hallo, Alex. Ja. Wir sind zurück. Wir haben einen schönen Urlaub verbracht zusammen auf Bali. Dann bin ich kurz heimgeflogen, meiner Frau beizustehen bei der Geburt von unserem zweiten Kind. Und dann bin ich wieder zurück nach Bali. Das war eigentlich eine gute Idee. Das Kind ist laut und schreit. Ja, ich hab's da ja gleich gesagt. Ja, so. Kann man nichts machen. Wer einen Kuchen backen tut, muss ihn auch essen. Ja, es kommt drauf an. Also bei Kuchen hast du den Vorteil, dass es ein Kuchen ist. Ja. Also, du kannst Kuchen, aber wenn er wirklich nicht gut ist, ja, kann sich jetzt jeder selber denken, was man mit einem Kuchen macht, der nicht gut ist. Wir sind im August angekommen, Mitte August. Ist schon länger her, dass wir wieder was gemacht haben. Also und unsere letzte Sendung, die war ja ein großer Erfolg. Ich glaube, da haben wir gezockt. Das müssen wir ohnehin wieder machen. Adesza, ja, stimmt. Ah, ja. Alex, weißt du, was wir vergessen haben? Na. Audacity. Ah, das können wir ja jetzt noch aufmachen. Das machen wir jetzt live in der Sendung auf. Das ist, dass jeder weiß, das ist unser Backup-Audio-System. Oh, fuck. Du, es macht nichts. Living on the edge. Ja, aber ich brauche für den Podcast die Audiospur aus Audacity. Ja, ja, ist ja wurscht. Dann fangen wir halt da später. Schau, wir gehen jetzt her. Wir machen ab jetzt Audacity auf und die, was uns auf YouTube schauen, haben halt ein bisschen mehr davon. Okay. Das heißt, du sagst jetzt einfach nochmal herzlich willkommen, wir sind wieder da und machen, passt das schon. Nein. Wir nehmen schon die Videospur, das passt schon. Nein, wie schon gesagt, mach Audacity trotzdem bitte auf und klicke. Record klicke ich jetzt definitiv, ja. Da kannst du sicher sein. Wann? Ja. Bei 3 oder wieder? Also du zählst von 3 runter. 1, 2, 3. Okay, und bei 3 schaltest du ein, wirklich bei 3, ja. Punkt 3, Punkt 3. Ja. 1, 2, 3. Passt. Okay, passt. Backup-Spur ist da. Super. Oh yeah. Ich würde einfach jetzt für einen Podcast, den man sonst wo runterladet, einfach das Kürzere nehmen, weil es ja wurscht ist. Ja, wenn ihr wissen wollt, was wir jetzt 10 Minuten lang geredet haben, müsst ihr auf YouTube schauen. Richtig, das war jetzt nicht Absicht, weil wir so geniale Strategen sein, um eigentlich da von der Audiospur zu YouTube zu leiten, sondern einfach, weil wir es vergessen haben. Ja, weil wir einfach vollkommen wie blöde planlos jetzt eine Dreiviertelstunde OBS zum Laufen probieren wollten, haben müssen. Und ja. Ja. Ja, also wie schon gesagt, aufgrund von der Unfähigkeit könnte man das auslegen, dass wir super geniale Strategen sein. Ja, ich werde trotzdem schauen, was wir mit der Audiospur machen. Aber jedenfalls haben wir jetzt etwas, wenn was passiert. Wobei, da wir das Video jetzt in OBS... Na, warte mal, da wir das Video jetzt in OBS als MKV aufnehmen, ist das genauso Backup. Weil es auch, wenn es abbricht, die Spur da ist. Mhm, ja. Trotzdem, wir haben ein Backup. Okay. Vom Backup.
Gut, ja, wir haben ein Backup. So viel dazu. Dann, meisten Themen sind sehr alt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gemacht habe und eingetan habe. Das kann ich bestätigen. Du hast die meisten Themen hast noch gar nicht so lang drin. Weil das weiß ich, weil ich habe Nein, meine Themen die reingehabt. ersten zwei habe ich schon lange drin. Die ersten zwei waren drin, der Rest ist relativ erst vorgestern gekommen. Ja. Ich habe dich entlarvt. Stimmt, aber bei den ersten zwei weiß ich schon nicht mehr, was es gegangen ist. Du hast die anderen auch schon alle vergessen. Aber ich kann dich beruhigen, geht Ein mir auch paar, immer so nein, nach ein dem. paar habe ich auf meiner Leseliste gehabt und drei sind aktuell. Ja. Ich kann dich beruhigen, geht mir auch immer so, sobald ich das da reinkopiert habe, ich weiß davon dann nichts mehr. Auch wenn ich es vor 3 Stunden erst reinkopiert hätte, ich würde es nicht mehr wissen. Gut. Ja, das ist das Alter. Was? Zuerst fallen da die Haare aus und dann weißt du nicht mehr, Wie du wie du hasisch. hast. Na, das werde ich nicht so schnell vergessen, aber ich tue mir schon schwer zu sagen, wie alt das ich bin, weil ich jetzt mal selber nachrechnen muss, weil zuerst muss ich überlegen, in welchem Jahr leben wir wirklich. Und dann muss ich zurückrechnen, wann bin ich geboren? 1984. Und dann muss ich rechnen, wie alt das ich nämlich wirklich bin. Ich merke mir das nämlich wirklich nicht. Wir haben das echt schon viele Leute gefragt und ich war mal 2 Stunden lang der Überzeugung, dass ich heuer 40 wäre. Du hast so quasi, bist noch 1 Stunde da gestanden und hast dich nicht mehr Na, ich habe bewegt. mal überlegt, wenn wir mich gefragt haben, wie alt bist du? Und ich so, ja, 39, wäre 40. Und dann ist so, überlegt. Dann ist mir das ein paar Minuten später eingefallen und überlegt, na. Oder? Und dann habe ich rechnen angefangen. Also das ist ein Also, Wahnsinn. ja, wie alt bist du jetzt wirklich? 38 und die wäre 39. Heuer. Okay, gut. 40 wäre nächstes Jahr. Okay, Ja, gut. und zum Alter kommt halt noch das, gell? Aber da kann man eh nichts machen. Nein, ich könnte die Haare wachsen lassen, aber die sind doch lästig. Ja, Gut. gut. Na gut, So, ja. jetzt haben wir die Rätselaule Die Rätsel sind gelöst. gelöst. Gut, legen wir los. Ah. Cookie akzeptieren. Nochmal Cookie akzeptieren. Oh mein Gott, ich hasse. Oh, und Werbung. Du hast Werbung. Ja, ich bin ja im Inkognito-Modus da drin. Ah Wie ja, schau war deshalb. das denn noch einmal mit die Extensions im Inkognito-Modus? Extensions. Was hast du überhaupt offen? Ich weiß es nicht einmal. This extension may have been corrupted. What? Was, wie das für ein Browser bist du drin? Chrome. Ist ja wurscht. Hammer. Achso, keine Hammer Ahnung. halt Werbung. Je Ist ja gut, die Seiten, die wir da präsentieren, finanzieren sich ja über Werbung, weil. Pff. Ja, ist schon eine Lesung. Jedenfalls, wir haben ja in den letzten Sendungen schon ein paar so Handhelds vorgestellt und Asus hat was rausgebracht. Natürlich Valve mit dem Steam Deck. Und da haben sich jetzt scheinbar einige Hersteller überlegt, ja, das scheint sie wirklich einen Markt dafür zu geben und hauen jetzt noch drei neue Geräte raus. Zudem jetzt One X Fly. One X Fly, Kennt man die? One X Fly. Naja, die machen eigentlich Notebooks. Also One macht Notebooks, Netbooks, also wirklich kleine, mini-handliche. Okay, Die machen okay. ziemlich geile Geräte. One Netbook. Die machen ziemlich coole Geräte. Der kann. Ah, ich sehe es gerade, die haben es sogar auf dem YouTube-Channel von ETA Prime geschafft. Ja. Ah, ein Netbook. Die machen wirklich so Mini, wirklich Okay, Mini, Mini ja. Geräte. Also zum Beispiel das da. Das ist nämlich, Was? find ich sehr niedlich, das Teil. Mein Gott, ist das Ja, putzig. das ist wirklich putzig. Mal geh nochmal hinter, bitte. Ja. Ein Ding, noch ein. Noch ein Tab hinterher. Geh mal auf den, was ist denn das kleines Putziges, das was so ausschaut wie ein Das Alienware-Laptop? da. Ah. Ja, genau. Dieser Gaming-Laptop, ein kleiner.
Ein Gaming-Laptop. Ja. Kehrt der Grafikkarte nach. Description, Reviews, was sind die Specifications? Wahrscheinlich muss man da ganz weit oben scrollen. Specs. Hidden. Der schaut gar cool aus, oder? Der hat links und rechts die Dings zum Ausziehen. Aha. Interessanterweise findet ihr da nirgends eine Specs. Will man nicht wissen, was da drinnen ist? Vielleicht hat allein i3. Ja, das war schon ein bisschen zu wenig, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe die bisher nicht gekannt. Na, das würde mich jetzt irritieren, wenn da jetzt nicht wirklich irgendwas steht. Aber, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, die bringen jetzt einen Handheld raus und der ist genau dieser, eben der One X Fly. Nochmal eine aktualisiertere, stärkere Ryzen CPU, APU mit einer 780M Grafikeinheit und RAM und SSD und ein Full HD 120 Hz Display, was schon einmal eh ganz nice ist. Allerdings, Akkulaufzeit wird bei dem Teil sehr kurz sein. Was geben es denn an? Naja, man muss sich ja ausrechnen. Also die CPU, GPU-Kombination, was wir verbauen, braucht unter Volllast 15 Watt. Und der Akku, der verbaut ist, hat irgendwas von 6.500 mAh oder so, was ich mich da. Wie gesagt, das ist jetzt schon länger her, dass ich den Artikel gelesen habe. Achso, ich kann hier gleich wieder auf die One X Fly Seite gehen, oder? Da war, ja, aber die haben ja keine. Achso, Indiegogo-Kampagne. Okay, schauen wir schnell da bei Indiegogo nach. Bla bla bla. Der Akku ist Only Essential. Batterie, Batterie. Die haben es nicht so mit. Achso, Ah, da, 48 Wattstunden, ja. 48 Also Watt, ja. noch weniger, wie ich gesagt habe. Und wenn der unter Volllast 15 Watt und das ist ja nur die CPU alleine, was 15 Watt braucht, gell? Du musst jetzt das Display rechnen, du musst eben ist Display rechnen in RAM und in Speicher und das beziehungsweise den ganzen SoC, der drinnen ist, dann kommst du locker mal so auf 35, 40 Watt und dann hast du eine Stunde Akkulaufzeit. Das Ja, ist ich sehe, aber halt nichts mit Handheld Gaming nachher. Das ist noch nichts für unterwegs. Magst du die Powerbank zu behängen? gut, das muss ich aber fast Ja, alle. eh. Also das mit der Powerbank brauchst du sowieso, aber ja, zumindest das tut Ja, sich was. eh. Also finde interessant. Also das ist einmal eines davon und nachher gibt es noch ein zweites, nämlich GPD. Die kennen wir auch schon, da haben wir auch schon einmal ein paar so Notebooks. Das sind auch, Ja, die bauen auch richtig, so richtig. Mini-Mikro-Notebooks. Die haben auch einen vorgestellt und die haben ein bisschen ein anderes Konzept. Es ist nämlich sogar eine vollständige Tastatur integriert. Ja, das weiß ich aber nicht, ob man das wirklich braucht, aber okay, bitte. Beim Online bist du halt nur auf die Bildschirmtastatur angewiesen. Ja, wenn ich mal jetzt aber die Tasten anschaue, da ist mir, glaube ich, die Bildschirmtastatur noch Ich sympathischer. weiß es Ich war schon nicht einmal Fa ich war nie Fan von einem BlackBerry Na Telefon eh, oder eh, Handy. Also weil die Tasten einfach furchtbar Ich waren. kann mich erinnern an mein Xperia Z1 damals, das war Windows Mobile Phone, also noch Windows Ja. Mobile, Oldschool Windows Mobile, das uralte, was mit Stiftbedienung auch gehabt hat, das hat auch eine Tastatur gehabt, zum Aufschirmen. Und an das hat man sich dann. Das war das da. Und daran hat man sich relativ schnell gewöhnt. Und relativ schnell dann auch schreiben und tippen können. Also es ist halt nichts mit Zehn-Fingersystem, sondern Daumen.
Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Naja, na, also von den Tastaturen bin ich kein Jedenfalls, die Fan. haben auch ein Gerät vorgestellt. Eben auch so einen ähnlichen Sock. Und auch ordentlich RAM. Und da ist die Akkulauf. Und das ist nachher nochmal ein bisschen deutlich teurer, gell? Also, das wird so, der Vorgänger hat 1.300 € gekostet. Also, das ist dann, wird schon ein bisschen hochpreisiger werden. Von der Bedienung her. Aber auch Okay. gut ausgestattet. Aber es ist jetzt nichts für Schnäppchenjäger, sagen wir so. Ja gut, Schnäppchen. Es ist ein Steam Deck, auch kein Schnäppchen. Naja. Sicher. Weil du kriegst zum 500 Euro. Naja. Naja, Schnäppchen ist es jetzt keins. Ein Schnäppchen ist ein gebrauchter Switch Lite. Der kriegst schon 160. Ja, das ist ein Schnäppchen, dafür schon, ja, das ist okay als Du bist Beispiel. halt dann limitiert Ja, auf klar. Nintendo. Klar, das ist aber, wo du sagst, ja, das ist okay, das ist zum Ja. Beispiel jetzt ein Schnäppchen. Ja. Natürlich günstig sind die mobilen Konsolen auf keinen Fall. Ich habe absolut keinen Anwendungsfall dafür. Aber es wird schon jemanden finden, der das. Ja, also ich glaube, manche werden das sicher nutzen. Ich meine, für mich persönlich, ich wüsste gar nicht, ob ich das wirklich bräuchte. Aber ich meine, es ist, ja, vielleicht, wenn du viel mit so, mit dem Zug fährst oder sowas, dann kann es schon Sinn machen. Ja, eh, Weil eh. da hast du was zu tun, wo Genau ich mir das denke, ja, das, meine ich, weil ja. da hast du auch eine Steckdose prinzipiell. Ja. Also da macht es dann schon Sinn. Na eben, also wenn du viel wirklich mit den Öffis unterwegs bist und keine Ahnung, pro Tag eine Stunde pendelst hin und her Da, ja, und dann ist macht es. dann ist es natürlich perfekt, weil du kannst halt dann jederzeit eigentlich deine Games weiterzocken. Und wenn du jetzt das über Steam machst, dann hast du eh deine Cloud Safe Games, dann kannst du unterwegs zocken und zu Hause halt weiterzocken. Das ist natürlich Zum perfekt, ja. Beispiel, ja. Ja. Zum Beispiel, da macht es natürlich, da ist es voll an, da ist es der Ja, Volltreffer. also von dem her. Ja, Ja, gut. das ist spannend, also was da mit einer Ding passiert ist, dass dann an jeder drauf ausspringt, ist sehr interessant. Es dürfte wirklich irgendwie einen Markt geben. Ja, das, den scheint es auch definitiv Ja. zu geben. Also also ich glaube, das Steam Deck kriege ich schon mittlerweile auch refurbished. Also das scheint sich ganz gut zu verkaufen, naja. Also da muss man sagen, ja, ich meine, Nintendo hat relativ lang allein das so eine Konsole gehabt und dann haben sie halt irgendwann gesagt, ja, okay, scheint sich ja ganz gut zu verkaufen, das Ding. Muss ja für PC-Games auch möglich sein. Gut, dann haben wir. Vor allem, Achso. was halt cool ist, weil das Display so klein ist und jetzt heißt, jetzt brauchst du kein weiß Gott, wie extrem hohe Auflösung als Leistung zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass das drauf rennt. Ja, aber es sind trotzdem Weil jetzt Full kann. HD-Bildschirme. Aber ich glaube, es fällt nicht auf, wenn du da etwas in, keine Ahnung, niedrigerer Auflösung außen renderst, zum Beispiel, Also oder? wenn du da 27p das rauskriegst, glaube ich, reicht das Ja. vollkommen. Auf Und der für die Displaygröße. Windows-Nutzung ist halt der Full HD-Modus gut. Weil sonst hast Ja, du da richtig, Windows richtig. eigentlich unter einem modernen Windows absolut keine Chance mehr, irgendwie eine Fenster zu platzieren, weil die Ja. angefangen haben, alles für keine Ahnung, was nicht, senile Sehbehinderte darzustellen. Naja, gut, das macht aufgrund der demografischen Entwicklung schon Ja, Sinn. aber es ist teilweise schon die Rahmen und die Titelzeilen und die Tabs und die Buttons schon extrem groß worden. Also das ist. Ja, das ist, ich glaube, die sehen sich da ja voll auf diese Dinge, sozusagen Zugänglichkeit für alle. Ich glaube, das haben sich die ja relativ groß auf die Fahne Ja. geschrieben. Also, ah gut, Windows hat generell immer schon große Buttons gehabt. Ja, aber es ist mir kommt vor, unterm 11er ist noch schlimmer und ich habe jetzt kein Problem, dass man
dass man das User Interface, so wie zum Beispiel am iPhone, am macOS und so weiter, gibt es hier die Möglichkeit. Du kannst es ja nachher dediziert einschalten. Okay, größere Buttons, größere Fenster, größere Schrift, Skalierung. Aber unter Windows ist das schon unter normalen Bedingungen einfach. Für mich finde ich alles immer noch ein bisschen zu groß. Ich würde jetzt gern mitreden können, ich weiß aber, ich habe schon echt lang kein Windows-PC mehr Ja, angegriffen. sei froh. Also, ich muss ich vielleicht dann wieder machen, dass ich mitreden kann, ich weiß es Nein, das nämlich passt schon nicht. mal schnell. Ja, vielleicht. gut, ich mache jetzt einen kurzen Exkurs zu Rockstar und Take-Two. Es gibt jetzt Red Dead Redemption neu aufgelegt für die neuen Konsolen oder für den PC. Ah, für den PC, glaube ich sogar, oder? Und sie haben es zusammengebracht, dass es schlechter ist als das, was man über einen Emulator sich schon lang streamen kann, oder streamen, was man über einen Emulator schon lange am PC haben Ja. kann. Das heißt, das in einer gescheiten Grafik mit 60 Frames pro Sekunde. Oh, du kriegst da Werbung. Ja, rettet die Wale. Also ja, das heißt ja, Rockstar hat wieder mal die Reihe erfolgreich fortgesetzt von unter Anführungszeichen Neuauflagen von alten Spielen, die immer grottig geworden Ja. sind. Also es war schon mit der GTA-Reihe, die sie neu aufgelegt haben, angefangen und das scheint so in die nächste Kerbe zu schlagen von grottigen Neuauflagen. Wir haben das Thema eh diskutiert vor letzte Woche oder sowas, gell? Da hast du mir damals den Link geschickt zu dem GameStar-Video. Das ist sehr, sehr, sehr Das, amüsant, das kann man sich ja anschauen. ja, das kann man empfehlen, ja. Es ist eher ein sehr, sehr stimmiger Rant gegen Rockstar. Ich meine, gegen generell große Ja, Spielekonzerne, also das ist halt einfach da vor was. allem. Ich will ja nichts sagen, aber Rockstar hat zwei Spiele. Take-Two hat mehr. Take-Two ist der große Publisher dahinter. Ja. Rockstar ist das Spielestudio und die haben zwei Spiele: GTA Ja. und Red Dead Redemption. Und was Ja. machen die? Die melken die Spiele jahrelang. Hey, ich weiß nicht, ich habe GTA 5 auf der Xbox gespielt, auf dem PC Ja. gespielt, auf der PS4 Ja. gespielt, auf dem Ja. PC noch einmal die vor 5 oder 6 Jahren aufgestockt auf die Whatever Ultimate Game of the Year Get the Fuck Off Edition, keine Ahnung. Ja, genau so hast. Und die melken das ohne Ende, ohne dass sie neue Inhalte bringen. Die dann einfach, gut, von Xbox 360 auf PS4, okay, da war es von der grafischen Mehrleistung besser. Aber Das war der Punkt, deshalb habe ich immer die PS5-Version gar nicht geholt, davon, weil ich gesagt habe, was ist denn jetzt der Benefit für mich? da wird nichts gemacht. Da wird nichts Ja. geändert worden sein. Wahrscheinlich läuft es dann in 60 FPS und das war's, oder? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es das tut. Ja. Also ich sage, ich merke da jetzt keinen Unterschied, deshalb benutze ich einfach die. Ich habe nach wie vor die PS4-Version. Ich meine, GTA 5 ist nach wie vor ein sensationell gutes Spiel. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ich weiß nicht, nach 100 Stunden habe ich die Schnauze, will ich da nichts mehr. Und du erlebst nichts. Man hat alles gesehen. Du bist fertig. Ich meine, was natürlich ist, wo Rockstar das Ding natürlich extrem melken kann, ist das GTA Ja, Online. natürlich, aber sie machen es ja mit der Kampagne, mit dem Singleplayer, ja, und es kommt nicht wirklich, es kommt nichts Neues dazu. Das GTA 5 von jetzt ist dasselbe GTA 5 wie damals. Ja, es kamen Ja, Online-Inhalte aber die dazu, das ist all. Online-Inhalte sind was für die Online-Gamer, das interessiert mich nicht. Aber der Singleplayer ist nichts. Keine Wert liegt. DLCs, keine wirklich sinnvollen, Ja. was ist dazu gekommen? Ein Kann ich paar das sagen, Autos. warum? Kann ich das sagen, warum es nicht kommt? Weil es kein Geld Ja. bringt im Verhältnis zu dem, was du Ja, online eben, und die verdienen Fans kannst. werden verarscht. Und Bethesda macht ja mittlerweile das Gleiche. Ich weiß nicht, für wie viele Konsolen und für wie viele und wie oft bei Steam ich zum Beispiel jetzt. Ist ursprüngliche Doom oder ist Doom 64 mittlerweile schon gekauft habe? Ich glaube, ich habe das auf der. Ist Doom 64 habe ich auf der Switch
Das Doom 64 habe ich auf der PlayStation, das Doom 64 habe ich in Steam. Ja, weißt, das Original weißt, Doom habe ich auch dort. Weißt du, was das Problem halt ist? Ah, es ist das, es kauft halt natürlich jeder. Das fangen wir mal da schon an und damit funktioniert ja der Scheiß. B, dann hat es damit angefangen. Zum Beispiel, ich habe so ich lustige sagen, Geschichte. Aber das ist ja noch schlimmer. Ist Doom 64 ist 25 Jahre alt. Ja, nein, ich wollte GTA 4. Ich habe das für die PlayStation 3 da. Du dreimal darfst raten, ob man ein PlayStation 3 Spiel auf einer PS5 installieren kann. Nein, das geht nicht. Natürlich nicht. Es geht auch auf einer PS4 nicht. Es geht nur auf einer PS3. Du kannst es aber streamen, sozusagen. Gewisse Spiele sind in dem PSN-Katalog drin, wo du dafür zahlen musst, ja. Natürlich. So, GTA 4 ist natürlich nicht drinnen. So, jetzt habe ich mal geschaut auf Steam. Ja, GTA 4 hat es für 3 oder 5 Euro gegeben. Jetzt habe ich mir das gekauft. Sozusagen, das kann ich sogar auf einem schlechten Windows-PC spielen, was wurscht ist. Weißt du, was aber witzig ist? Ich kaufe das bei Steam. Es wird aber trotzdem über einen Rockstar Games Launcher nachher gelauncht. Ja, ja, das war ja immer schon weil, so. Wo ich mir denke, ja, alter Falter, also dann da habe ich einen Online-Zwang. Ja. Wo ich mir denke, das gibt's ja nicht. Also, und da kommt bei der nächste Cast dazu, dass du für die ganzen Spiele mittlerweile diesen Online-Zwang hast. Du kannst ja selbst die CD einlegen, es hilft da ja gar nichts. Stimmt, ja. Weil, und so ist halt das, warum du dann. Warum du so abhängig bist. Nintendo macht ja nichts anderes. Nein, aber Nintendo melkt ja die alten Spiele, die musst du ja für jede Konsolengeneration neu kaufen. Ja, das stimmt schon. Aber die haben einfach ein großes Portfolio an Spielen, was sie anbieten können. Bethesda macht das für Doom und Skyrim und Rockstar macht das für ja. GTA und Red Dead Redemption. Das sind 4 Spiele. Und die werden über Jahre gemerkt. Ich weiß nicht, jetzt von Skyrim gibt es ja mittlerweile die 10. Game of the Year, Definite Edition, Maximum Galaxium. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bring sie nicht auf Ideen, die heißt dann oder so. Ja, das ist einfach ein Wahnsinn, was die aufhören. Ja, gut. Aber gut, du musst halt auch sagen, das ist halt genau das. Sie können es halt machen, weil es gibt nichts Vergleichbares. Sie können es machen, weil es gekauft wird. Das ist das Problem. Ja, das Problem ist, versuche mal, irgendein Spiel zu finden, das ansatzweise zur GTA 5 Story rankommt. Das ist echt schwer. Weil das ist, ich hab's ja in einem von den Lockdowns, ich hab's ja nur mal durchgespielt. Da habe ich es nochmal durchgespielt, damit ich alle drei Enden kenne. Und ja, das ist halt nach wie vor, das ist halt echt gut gemacht. Ja. So ungern ich das zugibe, dass ich sagen muss, mich kotzt das Jahr an, dass da nie was Neues kommt oder sonst irgendwas. Ich habe es zweimal gespielt. Zweimal. Ja. Einmal eben auf der Xbox und einmal auf dem PC. Auf der PS4 habe ich es gar nicht. Oder ja, es war irgendwo nochmal in einem Bundle dabei, das kann sein. Aber auf der PS4, glaube ich, habe ich es gar nicht gespielt. Also Xbox und 360 wohlgemerkt und am PC. Ich habe es einmal auf der Xbox gespielt und einmal auf dem PC. Zweimal und beim zweiten Mal hat es mich nicht mehr so gezahlt. Und echt, mir hat das noch immer gleich gut gefallen. Nein, also ich war noch immer sehr angetan. Weil beim zweiten Mal spielen war es eigentlich dasselbe wie beim ersten Mal. Das Ende hat sich unterschieden, ja, aber. Ja, das schon, aber ich habe das noch nach wie vor immer alles noch sehr gut empfunden. Also die ganze Story ist super. Mir hat es nach wie vor gut gefallen. Storytelling und so weiter ist ja auch gut gemacht. Da kann ich echt nichts sagen. Es ist perfekt vertont, cineastisch aufgearbeitet, aber zweimal okay, aber wie gesagt, beim zweiten Mal hat es mich halt einfach nicht mehr so abgeholt. Also, gut, du kennst natürlich dann schon, aber es hat mir nach wie vor, also ich muss sagen, hat mir nach wie vor gut gefallen und ich kenne nichts Vergleichbares. Ja, aber es gibt für mich Spiele, die habe ich. Wie hat der Vorgänger von Skyrim geheißen? Oblivion. Oblivion habe ich dreimal gespielt.
Das sind so Spiele, die habe ich nie angegriffen. Die sind auch nicht mein Art von Ja, Spiel. Also Gothic das. 1 habe ich einmal gespielt, Gothic 2 habe ich viermal gespielt, Gothic 3 spiele ich jetzt gerade das dritte Mal. Na, das Also habe ich. jetzt Also das gerade, ist bei was heißt mir jetzt komplett. gerade, aber das läuft so nebenher, wenn ich mal wirklich mal Zeit habe. Ich glaube, ich habe seit 2 Monaten nicht mehr angegriffen, so wie alle anderen Spiele, aber ja, der Gaming-PC macht sich jetzt schon bezahlt mit dem zweiten Kind, ich komme nicht mehr zum Spielen. Ist Sehr gut. wurscht, aber das sind Spiele, die kann ich immer wieder spielen und man muss überlegen, Gothic 3 zum Beispiel ist 20 Jahre alt. Ja, ich glaube, dass das schon seinen Reiz haben wird, Gothic. Ist halt nicht mein Ja, Genre, aber es ist ja ein aber Rollenspiel. GTA ist auch nichts anderes wie ein Rollenspiel. GTA ist auch ein Rollenspiel. ist sozusagen ja Aber irgendwo das auch, ich meine, Setting ist halt ein irgendwo auch bisschen nicht. anders. Ja, ich meine, zum Beispiel die Red Dead Redemption 2, du hast den Fehler gemacht, dass du es nicht in einem Wochenende durchgespielt Ja, hast. natürlich. Das war der Kein Fehler. Problem, ich habe die Zeit für sowas. Na, das ist nicht das Problem, dass ich es nicht durchgespielt habe. Ich hab sie beim ersten Mal spielen, habe ich aber 3, 4 Stunden gespielt und das hat mich trotzdem einfach nicht gefesselt. Ich kann nichts machen. Aber haben wir ja schon gehabt, ist ja wurscht. Reit man nicht auf dem um. Also, nein, ich finde halt da, also deshalb finde ich es zum Beispiel schade, dass sie das Answer, warum sie das wieder so auflegen. Nein. Das Answer hätten sie einfach pimpen sollen. Sie müssen ja gerade mal nicht einmal bei den Texturen großartig was pimpen. Die sollen das so weit pimpen, dass native 4K 60 Auflösung haben, 4K 60 oder Full HD 60, Full HD 90, Full HD 120, was auch immer, dass die Skalierung passt, dass man es echt gescheit in einer hohen Auflösung spielen kann. Es schaut ja immer noch gut aus, dafür, dass es uralt ist. Das stimmt, Red Dead Redemption schaut noch immer im Verhältnis echt Und sie gut hätten ja aus nichts machen. und Sie hätten es nur machen müssen, dass das Spiel einfach in 4K läuft. das ist richtig, ja. 4K und nicht locked auf 30 FPS. Das ist ja das nächste Problem. Die PC-Version ist ja locked auf 30 Frames. Why? Richtig, und das kannst du in den Mod aber oder in den Emulator, den es da gibt, da kannst du auf 60 FPS Ja, du kannst stellen. sie unlocken im Emulator. Ja, genau, ja. Ja. Warum? Wo du Warum machen denkst, die ja, das? gerade. Ich will es nicht mit Ja, was 30 seinem Bildern Wurscht ist. spielen. Was Na seinem eben, weil es Wurscht denen ist. wurscht ist, weil die einfach auf alles scheißen. Ich wünsche denen eigentlich einen bolligen Untergang. Auch wenn wir nachher vielleicht 20 Jahre kein GTA 7 mehr sehen werden und kein Red Dead Redemption 3. 20 Jahren. Juhu, pünktlich zur Pension kann ich GTA 7 spielen. Ja, wie lang, wie alt ist, wie lang, wie viele Jahre liegen zwischen GTA 5 und GTA 6? Viele, warte mal. GTA 5, Datum der ersten, 17. September 2013. Ja, 10 Jahre. 10 Jahre. Jetzt kannst du davon ausgehen, es GTA 6 werden sie länger melken. Wann kommt das? Ja, das kommt jetzt dann auch, das ist das Anschlussthema, gute Ja, passt. Überleitung. Kehren wir zum nächsten Thema. Das heißt, es geht von April, es die Gerüchte gehen, weil sie haben das beim Financial Statement sozusagen angekündigt, sozusagen es in den nächsten Geschäftsjahr, also ab April 2024 bis irgendwann 2025, dürfte da was kommen. Also gehe davon aus, ich Dann kommt vermute, sie GTA werden wohl. 27:35. Also sie werden wohl davon, gehen wir mal davon aus, die werden wohl das Weihnachtsgeschäft mitnehmen Ja. wollen. Dann kommt es 2035 also. Ich glaube, dass die das viel länger melken werden, jetzt das Aktuelle. Das, wenn das GTA 6 kommt, ich glaube, das melken die 15 bis 20 Jahre. Vor allem, ich bin einmal gespannt, was da tatsächlich dann daherkommt, weil ich schätze halt, dass die den Fokus ziemlich auf GTA Online legen werden. Hüpfen wir mal gleich da rein. Zwanzig, 24, 25. Tja. Glaubst du, ja, keine Ahnung. Alles so ein schwieriges Thema. Dick,
Ich weiß nicht, ob sie irgendwann vielleicht daraus lernen. Ubisoft hat ja daraus gelernt ein bisschen. Das nächste Assassin's Creed soll ja nicht mehr so groß und so umfangreich sein wie die Vorgänger, sondern es soll alles wieder ein bisschen kompakter sein, nicht mit x hunderten Missionen überall verteilt auf einer Karten und Blitzdings und so, also plötzlich aufpoppenden Quests und was auch immer, weil sich die Fans ja beim letzten Spiel ja schon so stark beschwert haben, dass es einfach too much ist und keinen roten Faden mehr hat. Vielleicht sollte aber Ubisoft einfach einmal sich bekehren und denken, hey, wir hätten auch andere Marken noch in unserem Sortiment, wo wir wieder was rausbringen könnten. Was denn? Prince of Persia hätten sie. Was haben sie noch alles gehabt? Siedler gehört ja zu Haben wir Ubisoft, ja oder du mittlerweile? weiter. Das haben sie ja auch versemmelt bis zum Gehtnimmer. Wo ich mir denke, wie kannst du einen Siedler versemmeln? Also das ist für mich nach wie vor das Skull and Bones, das sie 70 Mal neu aufgelegt haben. Weil sie Sea of Thieves kopieren wollten und das nicht zusammengebracht haben. Und das haben sie jetzt 70, was weiß ich, gefühlt 70 Mal umgestrickt und das ist ja wahrscheinlich noch immer Schrott. Was hat denn Ubisoft noch Far als Cry, gehabt? das ist ja auch immer Ubisoft, schlimmer ja, geworden bis zum Schluss, weil ich Far das Cry letzte haben sie Far Cry gehabt. habe ich, da habe ich mich dazu überwinden müssen, das durchzuspielen. Also es ist die erste Spielhälfte ist gut gegangen und zum Schluss war es einfach nur noch, Ich ja, meine, zum die Schluss war es an, okay, Arbeit. Es war wirklich Arbeit, das Spiel zu spielen, weil du. ja, Anno haben sie auch. Ich meine, okay, gut, das macht, das kriegen sie immer hin. Ja, dann Assassin's Creed, Battle Realms, Axie Infinity, Battle Isle, Beyond Good and Evil, Beyond Brawlhalla. Good and Evil war immer großartig. Da haben sie auch Ja, nichts mehr Neues rausgebracht. War super, na, super Spiel natürlich nicht. gewesen. Na, natürlich nicht, ist ja Arbeit. Ja. Muss ja Story schreiben. Child of Light, Far Cry, For Honor, Vorne Haze, war cool. Horse, Hype, The Time Quest, Hyperscape, Immortals Fenyx Stimmt, ja, Rising. das war nicht so schlecht. Das ist halt ein Zelda-Abklatsch gewesen. Richtig. Mario und Rabbids, Kingdom Battle, Might and Magic haben sie auch gehabt. Oh. POD, Prince of Persia haben sie auch komplett Ja. sterben Nein, es lassen. ist eh, die großen Studios sind halt einfach Arsch und EA ist ja die nächste geschissene Partie, die einfach jedes Jahr ihre FIFAs, ihre NHLs, ihre Richtig. NBA macht die Vor 2K allem mittlerweile, Formel 1. noch ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, das hat ja sogar mir gefallen und ich spiele eigentlich keine Shooter. Tom Clancy's Splinter Cell, das war ja super. Die war, Das war früher waren richtig. die richtig cool. Splinter Cell und Rainbow Six. Rainbow Six als Ja, Taktik-Shooter. das war mir hat das Splinter Cell eben gefallen, weil das so zugänglicher war und nicht jetzt so ein extremer Shooter. Ja. Das war super, also das war aber cool. Ja, und da wo du denkst, ja, okay, kannst du nicht einmal wieder irgendwas anderes wiederbeleben, weil das wird halt echt Ja, mühsam. Ubisoft bringt halt als AAA-Titel wirklich nur Far Cry und Assassin's Creed nur noch raus. Da ist nichts, da ist sonst nichts mehr. Ja, und das ist halt, das kann halt keiner mehr sehen, wenn du ehrlich bist. Ach, die verkaufen sich wo warme Semmel, die Spieler. Ja, Also eh, aber das ist wie halt gesagt, nach wie ich habe die ersten drei Assassin's Creed gespielt und dann habe ich das Origins noch gespielt, das, wo es in der Wüste war, war das Origins? Wo es in Ägypten gespielt keine, hat. ich hab's noch ein Das habe ich zweiter. gespielt. Die ersten drei habe ich gespielt. Das Origins habe ich angefangen, aber bei weitem noch nicht durchgespielt. Und das Valhalla, was da war, da war ich in der ersten halben Stunde, habe ich mir gedacht, wow, da war ich voll gefesselt von der Anfangssequenz und wie das Spiel begonnen hat und wie es angefangen hat zu erzählen, die ganze Vorgeschichte. Das war wirklich ein Hammer. Das hat mich überwältigt. Und als ich noch das erste Dorf geplündert habe, Wikinger halt, und in mein Dorf zurückgekommen bin und beim noch 5 Minuten schon ein Saufspiel machen habe müssen, wo man irgendeinen Schnaps oder Met mit jemandem wett trinkt, dann haben wir gedacht, na. Weil nachher ist aufgepoppt
Und in der Welt hast du überall die Möglichkeit, die Saufspiele zu machen und du kriegst schon das, wenn du gewinnst. Und dann haben wir gedacht, na, na, sicher nicht. Ich gehe da, ich laufe doch nicht durch den hohen Norden und mach und mein Ansporn soll sein, dass ich die 100 Saufspiele, dass ich bei den 100 Saufspielen dann schlussendlich 100% da mache. Gut, das hast du aber nicht machen Na, hast du müssen, nicht oder? machen müssen, aber das ist ja eins von den Erfolge, was du da verdienen kannst im Spiel. Und ein Erfolg ist, 100 Saufspiele machen. So wie bei Far Cry, finde 100 Videotapes, finde Super. 100 Ja, da Tagebucheinträge, ist. finde, zerstöre 100 Plakate. Na, das driftet in Arbeit ab. Ja, dafür ist Ubisoft Ja. bekannt, dass ihre Open Worlds nicht sehr sinnvoll füllen, mit sinnlosen Aufgaben. Aber es ist ja das, aber Assassin's Creed, wie lange haben denn Fans geschrieben, bitte bring's was im Japan mit Samurai aus? Also sie haben es nicht gemacht, bis nachher ein Ding gekommen ist, Ghost of Ja. Tsushima. Weil man auch, mein Gott, ihr habt es ja echt alles am, ihr habt's ja alles am Tisch gehabt. Ja. Was ja Es ein ist. wunderbares Spiel ist. Also Ghost of Ja. Tsushima ist ein wunderbares Spiel. Ich bin immer noch nicht durch, aber es ist cool. Du bist noch immer nicht Ich hab durch. keine Zeit. Das ist ja, wie alt ist denn das Spiel schon? Wann hast du mir das freundlicherweise zukommen lassen? Letztes Jahr? Ghost, ja, das war ja schon wieder Jahre Na, her. das war letztes Jahr. Das ist ja sicher schon länger Dass du mir her. das geschickt hast. Das suche ich jetzt. Na, 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 na. Ja, okay, da bin ich jetzt gespannt. Das muss. Ich spiele ja schon weiter, das ist es ja nicht. Aber ich hab halt durch Job und Kinder hätte ich nicht so viel Zeit zu zocken. Aber ich sag mal wegen die Kinder, ich schieb's immer auf die Kinder. Das war, du hast recht, das war am 21. September 2022. Bin jetzt nicht so ganz so dement, trotz meines hohen Du hast Alters. das innerhalb von einem Jahr noch nicht durchgespielt. Alex, ich habe, glaube ich, seit 4 Monaten nicht einmal mehr die PlayStation eingeschalten. Gut, da musst du 7 Updates machen, wenn sie jetzt Ja, einschaltest. wenn es überhaupt noch geht. Nein, ich glaube, in den letzten 4 Monaten habe ich die PlayStation gar nicht eingeschaltet. Nein. Aber es ist auf meiner To-Do-Liste. Ich hab echt extrem viel auf meiner To-Do-Liste. Okay. Ja. Ja, du passt ja. Hüpfen wir zum nächsten Thema. Ja, das ist eine gute Idee. Bevor wir uns da. Warte, aber jetzt mache ich noch schnell was. Tipp, 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 tipp. Biologisch anbaubar, okay. Na, abbaubar, abbaubar. Tippen muss gelernt sein. Na, ich habe nur schnell eine Kapitelmarke gemacht. Hüpft mal da zu dem Thema. Infineon, das sind ja diese Halbleiterhersteller, deren Platinen quasi Die Welt erobert ja, haben. die machen ja alles. Ja, ist richtig, die machen wirklich viel, ja. Quasi jedes elektronische Gerät hat eine Platine drin. Jede Taschenlampe, jede LED-Taschenlampe mit einem Akku hat irgendeine Platine drin, wo irgendeine Sensorik drauf sein muss und der Elektronik drauf sein muss für die Akku-Elektronik und fürs Laden. Und Infineon baut genau diesen quasi Kleinscheiß und groß. Die machen alles. Die machen von Mini-Dings bis Groß-Dings, alles. Und die haben jetzt einmal angefangen und in einer kleinen Serie mal Platine, also Boards produziert, die aus Natur- und Glasfasern bestehen. Als Naturfasern bestehen statt Glasfasern. Also die ganzen Platinen, die so verbaut sind, das ist das. Entweder schauen sie grün aus oder gelb, die Motherboards sind meistens schwarz, also das sind die Platinen, wo nachher die Leiterbahnen drauf sind und die bestellen
aus Glasfaser. Warte mal, ich muss noch mal kurz das Fenster zu machen gehen, weil sonst wird es da jetzt gleich einer regnen. Ja, ich hab grad eine Wetterwarnung gekriegt, ja. Ja, und Infineon. So, kann weitergehen. Bitte. Ah, hier ist schon Donnern, cool. Infineon hat jetzt eben Naturfasern gemacht und die ganzen Leiterbahnen, die was denn, was die elektrischen Schaltkreise, die werden halt wie immer so gemacht wie bei normalen Boards, nämlich mit Kupfer halt aufgetragen. Und ja, das heißt, wenn man jetzt da den Elektroschrott hat, kann man das Kupfer wieder auslösen und die Naturfasern einfach mit Wasser wieder zergatschen und wiederverwerten. Von Zergatsch. mir aus verbrennen, als Dünger verwenden oder wiederverwerten. Die Sache ist halt die, in heißem Wasser lösen sich die PCB-Boards halt auf. Ja. Sieg aber hätte es nicht so als großartiges Problem, weil die Elektronik sollte man sowieso nicht unter Wasser setzen. Ja, das ist jetzt die Frage, wie halten die gar kein Wasser nicht mehr an aus, oder wirklich gar nichts? Zu viel Feuchtigkeit soll es nicht haben. Sollen sie nicht abkriegen. Da, Weil das ist das jetzt heißt, nämlich das die ist Frage. jetzt nichts, was man jetzt zum Beispiel in ein Handy verbauen sollte. Obwohl, na, Handy sollte ja kein Wasser reinkommen. Naja, ich weiß es nicht, wie sensibel das auf Feuchtigkeiten und generell, welche Luftfeuchtigkeit etc. reagiert. Ja. Da wäre schon aber generell schon bei Elektronik vorher schon ein Problem haben, wenn du extrem hohe Luftfeuchtigkeit hast. Ja, eben, das, also wenn's gleich ist, ist es ja wurscht. Also wenn es jetzt nicht extremer ist, dass man sagt, oh je, da geht nicht einmal quasi, wenn es so an gewissen Tagen sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat, dann hast du schon ein Problem mit sowas. Also wenn es vergleichbar ist, ist es egal, das stimmt. Ja, um was geht's? CO2 sparen und das Zeug Ja, wiederverwerten, Lieferketten biologisch sind auch abbaubar machen. wesentlich einfacher. Und wie Lieferketten, ja. Sein natürlich viel einfacher, weil du bist nicht abhängig von China oder sonst wen. Ja, wer auch immer das halt nachher schlussendlich wieder produziert. Ja, das klingt jetzt relativ simpler. Ja, okay. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das wird. Ich find die Idee und die Überlegung cool. Ja, das ist interessant. Bei dem nächsten Thema, was ich habe ich das schon einmal gehabt? Was hast denn du für Thema? Windows in die Cloud. Ich weiß es nicht. Also, Ich da weiß es ich es nämlich. vergessen habe, Okay, gut. kannst Nein, du weil gern drüber reden. ich weiß es nämlich nicht. Wie kommt es das so bekannt vor? Habe ich das schon mal Ich eingetan glaube, wir oder haben nicht? schon so was Ähnliches sicher mal in einer älteren Sendung einmal besprochen, weil das poppt ja immer wieder auf. Top. Ja, Microsoft ist ja, geht ja jetzt vor, also die sind ja committed auf Cloud und AI, da gibt es ja nichts mehr anders. Ja, statt dass er Ich endlich meine, mal irgendein. Ja, wurscht. es scheint sich für sie bezahlt zu machen, nennen wir es einmal so. Also das Geschäft floriert ja. Ja, eh. Also, man, gut, ich verstehe es, aber bei Windows, ich meine, es ist ja, es ist jetzt eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite ist es natürlich praktisch, wenn dein Windows dauernd in der Cloud ist, weil jetzt könntest du dich theoretisch halt auf jedem Gerät der Welt einloggen und hättest das gleiche da noch. Das hat ja Microsoft eh schon, für Business-Kunden kannst du das ja im PC in der Cloud eh schon haben. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, und das ist halt so das lange Ziel, dass Windows generell sehr zum Großteil in die Cloud wandern soll. Also es gibt dann, da haben sie zum Beispiel so ein GIF eingeblendet, wo du dann auf dein Cloud-PC schalten kannst. Statt einen zweiten oder dritten Desktop-Screen zu machen. Hat Vorteile, hat auch Nachteile.
Ja, solange es dabei bleibt, dass das jetzt zum Beispiel nur ein zweiter Bildschirm ist oder ein zusätzliches Fenster oder Tab, wo es noch ein dedizierter in der Cloud abläuft, das heißt, du, keine Ahnung, irgendeine rechenintensiven oder renderintensiven da quasi auslagern kannst, dann ist mir das wurscht. Was ich nicht haben will, ist ein PC, den ich da lokal stehen habe, den fahre ich auf und auf dem ist quasi nur noch ein Remote Desktop Client drauf und der ladet mir das Windows online. Ich befürchte, es wird genau in Dann die brauche ich Richtung keinen gehen. PC mehr. Ja, ich bin mir aber nicht einmal sicher, ob das nicht bei alle irgendwann so kommen wird. Bei macOS definitiv nicht, also bei Mac. Ich würde da auch nicht drauf wetten, was denen noch einfällt Ja, in dann können sie keine Zukunft. Hardware mehr verkaufen. Weil was bringt denn eine shiny, schnelle Hardware, wenn du wenn der Ja, macOS in der Cloud läuft? unter einem heutigen Gesichtspunkt ja, aber wenn du, glaube ich, generell die Zahlen von Apple verfolgst, die machen halt immer mehr Geld mit Services. Ja. Das stimmt Also, schon. und deshalb reden wir von 10, 20 Jahren. Also langfristig gedacht. Schwierig. Weil da ist halt die Frage, was dann für Möglichkeiten auch gibt. Man, Microsoft will es früher zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Weil Microsoft ist das wahrscheinlich ziemlich wurscht, ob irgendjemand Hardware verkauft. Nein. Ja, ist schwierig. Was machst Weil du mit den denen ist. ganzen Gamer? Die Ja, wechseln das. jetzt schon sehr ungern ins Cloud Gaming. Ist mir schon klar, aber Microsoft hat ja eben, bedient ja mit Xbox ja auch das komplette Segment. Ja. Ich glaube, dass die da halt, weißt du, klar, wenn du das jetzt kombinieren kannst, weil dann muss da jeder in deinen Service rein. Weil ich glaube nicht, dass viele auf SteamOS wechseln werden. Nein, 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 klar nicht. Also, obwohl das durchaus auch seine Vorzüge haben kann. Ich finde, eine virtuelle Umgebung, ein virtuelles Windows irgendwo laufen lassen zu haben, wo du dir dein von mir aus einen Snapshot setzen kannst, der oder das komplette Systemabbild speichert und dann kannst du drauf einmal umher experimentieren und umher probieren und Kacke installieren und fehlkonfigurieren noch gutem Gewissen und wenn es nicht hinhaut, setzt er sich einfach wieder zu dem Snapshot zurück. Okay, das ist, finde ich, auch angenehm. Das mache ich mit meinen drei, vier Windows, die ich im Hypervisor virtualisiere. Da mache ich es genau so. Ob die jetzt in der Cloud liegen oder bei mir lokal, war, ist mir dort ziemlich wurscht, das sind eine virtualisierten Windows-Installationen. Aber für ein Heim, also für einen Business-Bereich ja, aber für einen Heimbereich kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Für den Businessbereich ist es, ich meine, da ist es eh vollkommen wurscht, gerade in einem Großraumbüro, wenn du unterschiedliche Arbeitsplätze du, hast, du, ja. du bist quasi dann wieder bei dem Thema, das war ja eh vor. Wann ist denn das losgegangen? Nein, Mitte 90er bis 2010, wo große Unternehmen ja nicht wirklich einen Office-PC eingestellt haben, sondern da ist ein Monitor eingekommen und ein kleines Kastel. Und dein Windows ist Richtig. nicht auf dem kleinen Kastel gelaufen, sondern dein Windows ist zentral auf dem Server gelaufen. Genau, das ist halt jetzt mit der Cloud Das möglich, genau. da für, also für Unternehmensanwendungen macht das für mich vollkommen Sinn. Also da ja. Ja, und dann ist halt eben die Frage, ja, ich gehe halt von denen aus, für einen durchschnittlichen Nutzer oder die durchschnittliche Nutzerin ist es wahrscheinlich sogar ziemlich wurscht, ob das Windows jetzt lokal ist oder in der Cloud. Ja. Das ist halt so, wenn das auf die Masse rechnest, ist das wahrscheinlich sogar die bessere Lösung für viele. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sich durchsetzen kann. Ich meine, wenn es Microsoft beschließt, durchzudrucken, dann setzt sich's eh durch, weil da kommt keiner aus.
Weil die Masse wird nicht auf Linux Nein, wechseln. nein, Das, nein, nein. da wette ich Nein, drauf. nein, das ist klar. Das ist klar. Ja. Ja. Ich meine, Gamer werden dann vielleicht wirklich sagen, ja, okay, ich muss auf SteamOS wechseln. Oder auf macOS. Ja, das ist eine schwierige Sache, ja, aber ich habe SteamOS persönlich noch nie installiert auf einem System. Es ist ja Linux. Das ist Ja, es ist Ubuntu, oder? total einfach. Ja, ich glaube, ist es. Früher war es, glaube ich, Debian. Weil mich wundert, dass die darauf so viele Spiele zum Laufen bringen. Basiert auf. Based on Ja. Debian, Running SteamOS, based on Arch Linux, okay, Arch Linux, sie haben umgestellt, okay, ja, Arch Linux also ist originale Arch Linux will man nicht selber installieren. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein bisschen Hardcore. SteamOS. Aber SteamOS wird schon einen bequemen Installer und alles mitbringen. Also Bin immer das ziemlich wird jetzt sicher, nicht das ja. Problem sein. Wie sie das schaffen mit den Windows-Spielen? Die schaffen das mit Wine, mit diversen Wine-Extensions. Wine emuliert ja Windows und da habe ich auch früher, also nur Linux-only gehabt habe, ja einige Spiele zum Laufen gebraucht, aber halt vor allem ältere Spiele. Das ist halt so. Ja. Vielleicht haben wir das sogar einmal in einer virtuellen Maschine, das würde ich mir echt gerne mal anschauen, das SteamOS. Na schön. Ich hätte ja RAM ohne Ende. Okay. Ja, also so viel zu die Pläne des Microsoft-Konzerns. Mehr Displays hast du geschrieben. Ja, das ist das Ja. Nächste. Ach so, Aber ja, du stimmt, bist ich bin dran. ja vorher dran. Scheiße. Scheiße, gell? Nein, nicht scheiße. Ich hab gedacht, wir waren gerade bei biologischer Abbau. Ich meine, mir ist es wurscht, ich kann auch da weitermachen. Na, Also, lass, das wenn du. passt schon. Aber da das mein letztes Thema ist, macht das wenig Sinn. Wurscht. Pagro, wow, ich krieg Pagro-Werbung, cool. Ich muss irgendwie den Werbeblocker da wieder zum Laufen bringen. Ich Ja, das ist, schau verstehe mal. aber eigentlich jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso mein Pi-Hole nicht. Der sollte eigentlich die komplette Werbung abschalten. Ja, das ist das Wunder. Okay, vielleicht ist läuft ja nicht mehr, kann auch sein. Jedenfalls, Drucker von HP, also Multifunktionsdrucker von HP und Canon. Scannen nur, wenn Tinte im Tank ist. Das heißt, der Scanner, wenn Tinte leer, dann kannst du scannen an nicht mehr. Das hat sich gereimt, das war wunderschön. Ja, Drucker sind generell so Scheißzeug. Deshalb, Ich arbeite für einen ich großen bin ja dazu. Druckerhersteller. Ja, Drucker sind ein Nein, 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 Scheißzeug, nein, was soll ich? D-Drucker sind super. Ja, die kosten aber Millionen. Das ist ein großer Unterschied. Aber diese Consumer- unter Anführungszeichen kleinen Professional-Produkte sein zum Schreiben. Also, ich weiß nicht, was du daheim für einen Drucker stehen hast. Ich sage, ich kenne keinen, der gut ist. Ich hab zwei Brüder. Ja, ich habe, was lustig ist, ich habe einen Brother, das ist ein Multifunktions-Tintenstrahldrucker. Den verwende ich hauptsächlich, weil er einen Einzug hat zum Scannen. Und ich habe mir dann einen günstigen Laser-Schwarz-Weiß-Drucker Genau die gekauft. gleiche Konfiguration habe ich auch da. Ja, An weil als Tinten, an andere. Ja. Tinten-Multifunktionsdrucker von Brother und an Laserdrucker von Ja. Brother. Ich glaube, mein Laser ist von Ah, okay. HP. Das ist ein Ur das ist der komplette Standard-HP-Schwarz-Weiß-Drucker. Der kommt, Mein glaube ich, Brother kann auch nichts. Es ist, glaube ich, sogar ja, noch der. die Originaltrommel drin und der Originalton und der Ja. Donner von damals, wo ich es gekauft habe. Das ist nur, wenn viel zum Drucken ist. Wenn ich
Richtig. Unterlagen, was auch immer, 20-seitige, 40-seitige Dokumente, was wurscht ist, ausdrucken muss, fertig. Richtig, ist bei mir genau, also das ist meine Kombination. Und die Brother, die funktionieren bei mir tadellos. Die haben Apple Print Ja, und Dings, richtig, richtig. das einschalten. Ich steuere die übers Home Assistant, wenn ich drucken will, drucke ich im HomeKit einfach Drucker ein, dann starten sie, dann schicke ich drucken, fertig. Es funktioniert von jedem Gerät aus. Werden automatisch erkannt. Ich habe nie Probleme für einen Multifunktionsdrucker Kaffee, nicht damals Kaffee von Anfang an. Nicht einmal die Originaltinte, sondern die Amazon 20er-Pack Tinte um 20 Euro. Ich kaufe überhaupt keine Tinte für deine Drucker, einfach alles in Schwarz mit dem Ja, Laserdrucker. ja, ja. Das ist also, ich kaufe da überhaupt keine Ja, Tinte. und beim Multifunktionsgerät mache ich eigentlich nur, wenn ich kopiere, druckt der. Also wenn ich kopiere, noch einen Druck ich da habe. So. Kopieren, du, ich meine, ich druck sowieso extrem Ja, also. wenig. Also Aber das, den habe ich da stehen, also den sieht man eh da, das ist der Prada. Der ist cool. Der funktioniert wirklich von Anfang an. Hat keiner, ich weiß nicht, was der gekostet hat. 180 Euro vielleicht. Echt billiges Plastik, also wenn du ihn angreifst, hast du echt Angst, dass du was kaputt machst. Aber er funktioniert einfach. Ohne Probleme. ja, das ist, ich sag so, wahrscheinlich, ich würde mir einen Scanner gar nicht mehr kaufen, weil das kannst du mittlerweile mit einem Smartphone auch kannst perfekt scannen, das ist echt wurscht. Ja. Also, wenn es hundertprozentig perfekt sein muss, ja, okay, dann nehme ich den mit Einzug, aber Ja, vor wie allem, oft vor muss es? allem, der hat halt ein Duplex, also der zieht halt und tut Vorder- und Rückseite einziehen und das ist halt, du bist schneller wie mit dem Handy. Ja, dann bist du Ja. schneller. Ja, ich meine, zum Glück habe ich nie so viele Ja. Seiten zum Einscannen, das ist das Nächste. Mittlerweile kommt eh immer mehr per E-Mail. Und nachher kann man sich das auch sparen. Aber ja, Drucker sind generell einfach scheiße. Für einen Ja. Heimgebrauch. Und auch die, und auch, tut mir leid, auch diese Office-Drucker, die sie da teilweise in Bürokomplexe haben, die dann gleased Alle sein, von Kyocera und so weiter. die sind ja auch kompletter Murks. Allein die Menüführung, wo ich mir denke, weil ich könnte dazu schreiben. Ich überleg grad. Da habe ich eigentlich auch nie so wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Außer dass der. Was war das für eine Marke? NRG oder sowas? Gibt es denn noch NRG? NRG Gestetner, kann es sein? Ah, Rico. Oh, Rico war das. Rico gibt's auch noch, ja. Aber das war damals kein Rico, das war. Jedenfalls, wir haben mal, also das ist jetzt wirklich schon 20 Jahre her. Da haben wir so einen Kopf, der ist abgerechnet worden, natürlich nach Seite und in welcher Farbe das du druckst. Ja. Das heißt, die Standardeinstellung von unserem Chef ist damals aufgetragen worden. Und du musst die Standardeinstellung, Farbe ist immer schwarz-weiß zu drucken. Das war ganz blöd, wenn du wirklich mal was in Farbe drucken wolltest und dann hast du aber vorher in der Standard, ja, ist es ein schwarz-weiß 100 Seiten daherkommen, auch blöd. War jetzt nicht die schlaueste Idee, dass man als Standard Schwarz-Weiß einstellt. Jedenfalls, der hat ein Problem gehabt. Der hat halt echt, wenn du. Wir haben da so Datenblätter, so Mappen gedruckt für Kunden und die haben wir halt befüllt und da hast du halt wirklich einen Anschlag so 300, 400 Seiten außergedruckt. Und das war für den nachher irgendwann zu viel und nachher hat er Papierstau gekriegt. Ja, Drucker. Aber das war Boah, das ist Carico Kraft. und auch Kyocera, weil Rico und Kyocera haben wir noch in Innsbruck gehabt und die waren echt tipptopp Gerät, also die waren ohne Probleme. Ja, ich meine, es ist dann das, wenn du natürlich dann einmal einen Service Du hast dabei Service hast dabei gehabt. und die das einstellen, ist es ja okay, aber einen Drucker einzustellen, da schreibst du ja schon Ja. an. Ja, was ich mich damals erinnern kann, war die Menüführung für SMB-Shares, dass sie zum Beispiel direkt an Office-PC. Dass du was scannst und er ein PDF am Office-PC nachher ablegt. Also, du scannst ein PDF und hast zum Office-PC, damit du es als E-Mail versenden kannst. Und die Konfiguration mit Netzwerk-Konfiguration und so weiter, das war ein Horror.
Das klingt grausam. Das Es klingt. Samba und SMB Netzwerkshare sind sie sowieso schon agraus, aber das mit den Drucker war noch wirklich übel. Das ist ja schon beim Brother, der hat ja auch so eine Funktion theoretisch, dass du Scan to PC direkt machen kannst vom Drucker aus. Das allein zu konfigurieren ist ja auch die Hölle. Ich bin gescheitert, also ich habe es aufgegeben, aber irgendwann. So, dann kommen wir jetzt zu deinem Thema, oder? Ja, jetzt gehen wir zu meinem Thema kommen. Was war denn mein Thema? Ah, mehr Displays, ja, weil wir gerade bei Konfigurieren und Displays sein. Es gibt jetzt immer mehr sozusagen Umfragen und so Erkenntnisse auch von Sascha Pallenberg hat da einen Podcast dazu aufgenommen, dass in so moderne Autos nimmt ja der Display-Wahn immer mehr zu. Das heißt, alles, was früher mal ein Knopf war, ist heutzutage hinter einem Display versteckt. Das heißt, willst Sogar du bahn. Seitenspiegel sind Displays mittlerweile, Kameras und Displays. Es ist alles ein Display. Es geht sogar so weit, wenn du sozusagen vielleicht eine Notfallfunktion, wenn dir die Scheibe im Auto anläuft und du die quasi anblasen möchtest von deiner Klimaanlage, musst du dich in so ein verschachteltes Menü reinklicken, bis du den blöden Knopf findest. Sitzheizung, Sitzverstellung, etc. Es ist alles da drin. Und es ist so generell der Tenor halt, man muss sich einmal überlegen, das läuft heute auf einem Prozessor vom Jahr 2020 vielleicht oder 2021. Und jetzt werden da dauernd Updates rausgespielt. Wie schaut denn das in 7 Jahren aus, wenn du das Display benutzen willst? Da hast du wahrscheinlich, bis du noch bei deiner Klimaanlage bist, sind 5 Minuten vergangen. Also das wird dann ein richtiger Spaß. Und das ist halt so generell die Frage, wohin sollen das noch gehen? Weil wie viele Displays willst du noch reinknallen? Weil das wird ja irgendwann, das ist ja nicht mehr bedienbar. Also vor allem, ich frage mich ja immer wieder, wie ist denn das mit Leid? Zum Beispiel, du kennst sicher diese neue elektrische S-Klasse, der EQS oder sowas. Das ist ja ein riesen Screen komplett drüber. Der ist ja komplett übers Dashboard drüber gelegt. Kannst ja das wenn du den zweiten aufmachst, da ist sogar ein YouTube-Video drin, wo das dann siehst. Jetzt fragst du dich halt, wie will denn das jemand? Er hat es da in seinem Artikel recht gut zusammengefasst, wie die S-Klasse-Kundschaft ist so um die 64 Jahre alt. Wie wollen denn die diese Screens bedienen? Zum Großteil. Weil da musst du dich ja schon, da gibt es noch von so einem, der dauernd E-Autos testet, das ist so ein Norweger. Sogar der muss sich da reindenken, weil das ist einfach so überfrachtet mit allen. Da ist ja alles Ja, und drin. vor allem ist es bei jedem Auto wirklich komplett anders. Sogar unter den Modellen jeweils anders. Keine Ahnung, hast du 10 VW-Modelle, an Golf, an Passat, die i3, T6, was auch immer. Die sind alle vollgestopft mit Displays, alles versteckt sich hinter den Menüführungen und es ist bei jedem Auto, sogar beim selben Hersteller, gibt es Unterschiede, wo was ist. Ja, vor allem, das geht ja dann noch so weit, dann hast du teilweise am Lenkrad hast du Touchpads. Das heißt, das sind keine Knöpfe oder Joysticks mehr, das sind einfach wirklich, das ist wie beim MacBook so ein Touchpad drauf. Wie willst du denn das während der Form bedienen? Das ist ja kompletter Rotz. Vor allem, das ist so groß wie dein Daumenoberfläche, also deine Daumenfläche ist größer, ist kleiner. Das heißt, es ist einfach blanker Murks. Und bei konventionellen Autos mit Knöpfen und vielleicht zwei Bildschirmdisplays, also im Tacho verbautes Display und vor allem eins in der Mitte, da ist es eigentlich überall dasselbe von der Benutzung her. Also du musst auch die zwar auch kurz zurechtfinden, wo sind die Knöpfe. Ja, wobei du in einem BMW-Menü willst halt die auch nicht durchkämpfen, genauso wie bei einem alten Audi, keine Ahnung, Q5, du am Menü durchkämpfen. Das Nein, ist, du hast entweder den Drehstick oder du hast ein Steuerkreuz. das ist alles, das ist eben das alles zum Vergessen, nur halt,
ganz ehrlich gesagt, ich will ja in ein Auto nicht, wenn ich die Temperatur ändern will, durch 17 Menüs mich Ja. durchwursteln. Ich will einfach, ich meine, klar, jetzt sagen sie, nimm den Sprachassistent. Ja, ich will ja nicht sagen, hey Auto, schalt mal oder die Temperatur auf 20 Grad bitte. Ja. Ich will einfach den blöden Knopf drehen. Aber es gibt dann auch etwas, was dann sozusagen wieder mal positiv aufgefallen ist, weil du gerade von BMW gesprochen hast. Mini hat da ihr neues Konzept dann auch vorgestellt. Die haben ja nur mal jetzt einen großen OLED oder ein rundes OLED-Screen drinnen und der Rest wird sozusagen, die haben das so eine Mesh-Struktur in, weiß nicht, was das jetzt für eine Faser ist, ist das Wolle oder sowas, wo sie das dann quasi da hinterlegen Ja. können. Ich habe das Video jetzt da dazu getan. Also die haben das jetzt alles in einen Screen reingepackt und haben sie irgendwie, also finde ich relativ gut gemacht in dem Fall, weil es relativ übersichtlich ist, so wie es da jetzt einmal ausschaut. Haben die wirklich da ein rundes Display verbaut? Mini hat immer ein rundes Ich Display weiß, schon ja. gehabt. Man muss es nicht übertreiben. Ja, das wird immer rund sein, also bei denen. Das wird nicht anders, das kriegst du nicht anders. Ah, du kannst Spiele spielen. Wow, cool. Das ist wichtig im Auto. Ja, das Wow, du ist kannst wichtig. die Ambient-Beleuchtung steuern. Wow, das ist wichtig im Auto. Hallo, das ist hinter einem Mesh. Das ist wichtig im Auto. Mesh ist immer gut im Ja. Auto. Dann verschwindet der Staub wenigstens in den Untiefen der Karosserie. Ja, du hast das Prinzip verstanden. Aber zumindest, was man da erkennt, es ist zumindest auf dem Display immer die Temperatur drauf. Ja. Du kannst die Klimaanlage einfach verstellen. Das heißt, die häufig genutzten Funktionen sind auch einfach Es da. ist einfach das, was du immer brauchst, ist immer da. Das ist nicht weg. Das ist gut, ja. Das meine ich damit. Um das geht es einfach, dass das, was du brauchst, wenn schon ein Display, dann macht es zumindest gescheit. Dann gibt es mal die Möglichkeit, dass ich die rudimentären Sachen, dass die auch jeder findet. Eben. Auch immer dargestellt, weil wenn du jetzt ein großes rechteckiges Display machst, was spricht dagegen, eine Hälfte nur für die Sachen zu nutzen, die immer griffbereit haben willst? Ja, ich verstehe sowieso nicht. Mach in unteren Teil einfach die Klimaanlagensteuerung. Das ist immer Ja. da. Und nicht in Fertig, also wo irgendeinem man unteren denkt. Menüpunkt unter, keine Ahnung. Sicherheit, Umwelt, Kontrollelemente, Untermenü Temperatursteuerung, Untermenü Temperatursteuerung vorne. Das ist der Punkt, weil vor allem jetzt, da brauchst du, wie gesagt, bis du das selber gefunden hast, bist am Ziel Ja. angekommen. Oder ausgrunnen vor lauter Schwitzen oder erfroren im Winter, keine Ahnung. Was sie dann gemacht haben, was halt dann nett ist, sie haben halt so einen Knuffel-Wuffel dahin gemacht, also weiß ich, was das da Ja, ist. Personal Companion, Das so ist, quasi die ja, das Büroklammer ist, von Mini. ja, eh, das ist ja ganz nett, dass der auch da ist und Ruft man den noch an, hey dass, Wuffel? ich weiß, der wird sicher Hey Mini heißen. Also würde mich wundern, wenn es anders wäre. Was mir ja dann auch wurscht ist, wenn das Graffel funktioniert, stört es mich ja nicht. Aber du willst halt trotzdem eigentlich nicht mit deinem Auto wirklich reden. Ja. Also, sagen wir so, was mir wurscht ist, Ich wenn will zum mit Beispiel keinem eingibt. Menschen reden. Das Ja. ist das. Ist das. Also, da ist das Auto eh okay. Ich will ja nicht mit den Menschen reden. Ja, aber ich will halt nicht dauernd, weißt du, ich will nicht jedes sinnlose Kommando dann als Sprachbefehl eingeben müssen. Ja. Weil da käme ich mir entmündigt vor. Aber du bist ja der Master. Du kannst das ja sagen. Das Auto ist dein Sklave. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, sag mal, du schaffst wirklich nicht, diese blöde Klimaanlage auf 22 Grad zu stellen. Dann musst du jetzt herunterlassen und sagen, hey Auto, schalt mal Temperatur auf 22 Grad. Hey Mini, Temperatur auf 22 Grad stellen. Okay, warum nicht? Das war schon okay. Ich Ja, will aber ich will. keine komischen, merkwürdigen Crudenbefehle geben müssen. Ich will, dass das Ja, Auto eine Basics versteht. das ist ja das ist alles immer ganz nett, weil ich sag, das funktioniert ja alles nicht immer. Ja. Das klingt alles immer so toll, Ich will aber Auto einfach sagen, hey Mini, es ist zu heiß. Punkt. Und er kühlt ja, Ohr.
Und dann wärst du hier Sardin kriegen. Ja, um wie viel Grad soll ich die Temperatur herunterdrehen? Ja, passt, 5 Grad. Okay. Und dann sagt er, diese Funktion ist nicht verfügbar. Probieren Sie es später noch einmal. Mit dem typischen Windows-Fehler-Ding. Böhm. Also das ist ja, na, also, also da denke ich mal, ja, wenn schon sowas als ein Menü selber zusammenfrickelst, dann überlegst du eigentlich zumindest was. Ja, stimmt schon. Weil das ist, das erinnert so an Fernsehermenüs. Boah, hör auf, ja. Oh mein Ja, Gott, ja, genau. zum Beispiel probieren wir beim Fernseher einen Kanal von ganz hinten nach ganz vorne auf 1 zu bringen. Du gibst auf, du lässt es Ja, einfach das irgendwo. stimmt. Oder du schmeißt den Fernseher beim Fenster raus. Das ist noch besser. Und du machst das Fenster aber nicht auf vorher. Dann, ja, das ist blöd. Ja, nein, weil das sagst du irgendwann, ich mag Dann hast nicht du einen mehr. kaputten Fernseher und ein kaputtes Fenster. Ja, eher. Das sagst du halt irgendwann, ich mag einfach nicht mehr. Ja, das war's zu Displays. Okay. Ah, ich habe sogar noch Themen danach fallen. Oh, cool. Cool. Gehen wir zu dem nächsten Thema. Linus Tech Tips wird vielleicht für manche ein Begriff sein. Machen relativ witzige YouTube-Videos. Tech-lastig, testen Wasserkühlungen, testen die 10 besten TikTok Lifehacks, spielen das durch, alles immer sehr humorvoll, testen Grafikkarten, machen Windows 98, Retro Gaming Video und was auch immer. Die legen jetzt mal eine Pause ein, weil die haben ein bisschen eins aufs Maul bekommen, nämlich Kritik von einem, kann man eh sagen, von einem Konkurrenten, oder? Ja, Konkurrent würde ich jetzt nicht unbedingt einmal nennen, von allen halt, sagen wir so, Mitstreiter, der in die, der einen ähnlichen YouTube-Channel Ja, betreibt. das haben sie ein Sagen wir bisschen es. Kritik gekriegt, nämlich dass Linus Tech Tips die Tests nicht ganz frei von Fehlern sind und ein paar Sachen einen merkwürdigen Beigeschmack haben, dass Sachen übersehen werden, dass manche Sachen nicht korrekt getestet, korrekt, also jetzt nicht falsch getestet, sondern nicht korrekt getestet werden. Und dann hat es noch ein Problem gegeben, dass er etwas, was haben sie da getestet? Ein Wasser, eher Wasserkühlung oder ein Kühlsystem von Ja, einer das war. Firma. Das haben sie Das beim war. Test, glaube ich, in der Luft zerrissen und haben es nicht Sie haben so. zurückgeschickt, weil der Testdings ist eigentlich zur Verfügung gestellt worden. Sie haben es nicht korrekt getestet, sie haben es negativ bewertet, was für die Firma, die das Teil herstellt, natürlich keine gute Werbung ist. Und sie haben das Teil dann auch nicht zurückgeschickt, sondern quasi so unter den Fans versteigert. Was auch blöd ist, weil es Die ein ja, es war ein Testmodell zum Vorzeigen, ja. ja, es war ein Ein Prototyp, Prototyp. es war der fortgeschrittenste Prototyp und ja, das war, sagen wir so, mir kommt davor, man merkt irgendwie so ganz extrem, dass das wahrscheinlich viel zu schnell Ja. gewachsen ist, alles. Also das merkst du, weil das sind so viele Kleinigkeiten, also wo einfach sagen muss, ja, das, also das zum Beispiel mit den Grafiken, dass die nie nachgebessert worden Ja. sein und dass das kann, also dass das wirklich kann aufgefallen ist, es stimmt schon, also das muss man sagen, ich Ich sag meine, mal so, manche Sachen sind wahrscheinlich übersehen worden und manche Sachen sind ja. bewusst nicht korrigiert worden. Was Ja, halt ein das ist Problem jetzt ist. so. Und Linus Tech Tips hat angefangen mit Linus Sebastian, mit ihm allein. Ja. Mittlerweile ist es ein Unternehmen mit keine Ahnung wie viel Angestellten. Hunderten, 100 hundert. Angestellten, Ja. die senden, die hauen die Videos in einer Stückzahl aus, da Ja, jeden Tag eins. wäre ja deppert, vor allem ho Also hochwertig das. produziert, aufwendig produziert.
Und Corner schaut den anderen mehr so wirklich über die Schulter oder zwei Augen, na, vier Augen Prinzip gibt es nicht mehr. Vielleicht ist auch er ein bisschen wie sagt man, Egozentriker und lässt sich auch nicht gern korrigieren oder verbessern. Das glaube ich, war ja genau das, weil das war ja dann diese Reaktion auf die Kritik eben von den Tests zu dieser Kühlung da. Das war ja dann so, das war, muss man sagen, das war von ihnen halt nicht sehr geschickt in seinem Podcast, den er mit jemandem gemacht hat. Hat er dann halt auch gesagt, ja, es hätte nichts geändert, ob das jetzt 10, 20 Grad kühler ist. Das war noch immer ein Graffel gewesen, so Ja, unter das war seine Anführungszeichen. erste Und Reaktion, ja. Er wollte da nicht so quasi normal 6, 7, $800 für Angestellte, die das normal testen, Genau, ausgeben, ja. weil man denkt, ja, ich meine, okay, die Antwort kannst du da echt Ja, sparen. um das geht's ja. Also, Sag einfach, es ist ein. das noch einmal zu testen, wäre eine finanzielle Investition gewesen, die Ja. er nicht leisten wollte. Ja, ich meine, ist halt bei einem. Es hat der eine, der ihn kritisiert hat, hat halt eh gesagt, ich meine, da selber gesagt hat, sie haben ein Übernahmeangebot von 100 Millionen Dollar gekriegt, wo du sagen musst, ja, wenn es damit einen 100 Millionen Dollar Konzern unter Anführungszeichen nicht mehr leisten kannst, dann musst du sagen, ja, okay. Sagen wir so, Ja, Absicht, ein bisschen Faulheit und ein bisschen übersehen und zu schnell zu groß geworden und schon hat man halt ein Problem. Ich meine, du, das müssen sie, ich meine, ich sage jetzt so, für die ist jetzt wahrscheinlich das Problem, ja, das kann man dran arbeiten in der Ja. Größe, aber ich glaube auch nicht, dass er deshalb eine Delle kriegen wird oder sowas. Also da ist jetzt deshalb, Nein, nein, ist. ich glaub auch nicht, aber vielleicht ist es doch ein guter Input. Weißt, sie hätten ja kein zweites Video machen müssen, wenn sie beim ersten sauber gearbeitet hätten. Vielleicht ist es einfach ein guter Input, hätte es mit ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen mehr Ja. Augenmerk auf korrekte Ausführungen. Der kostet Und ein ein bisschen bisschen mehr. weniger Vielleicht ein Videos. bisschen, machst halt einfach nur noch ein bisschen weniger Videos, ist wieder blöd. Die Werbepartner wollen ja in dem Video sein. Ja, das ist ja auch das, was dann kritisiert worden ist, dass sozusagen auf der einen Seite seien sie ja dann teilweise, haben sie ja eigene Noctua-Schiene. Ja. Das heißt, das ist ein Kühler, wo dann sagen musst, ja, kannst du dann Noctua überhaupt noch objektiv Genau, ja. bewerten? Sind übrigens Und so Österreicher, weit. gell? Echt? Noctua, glaube ich, ist österreichisch. Oh, okay. Mein, ich will da auch niemand was vorwerfen, aber das ist halt immer so eine Geschichte. Ja, das geht halt dann so schnell und ich meine, zumindest die Tests, was du machst, musst halt wirklich sicherstellen, dass die halt wirklich passen. Noctua gibt es seit 2005, sind Ja. in Wien. Ah, okay, cool. Ja, das sind halt eben so Sachen. Ich meine, ich hoffe, dass das nachgebessert wird, weil der Channel ist ja nicht Nein, schlecht. also so Hardware-Sachen schaue ich eher seltener, aber hin und wieder gesehen halt echt ein paar coole Videos dabei. Jetzt eins geschaut, wo sie ihre jüngeren Angestellten Windows 98 präsentiert haben und die sich in Windows 98 haben zurechtfinden müssen. Das war ziemlich witzig zu anschauen. Also, Ja, und eh, dann nein, ein also paar das. Tests, was sie so gemacht haben. Und ja, es ist eh unterhaltsam. Also, es wird nichts passieren, es wird keine Delle sein, aber ich hoffe halt, dass. Weil im Endeffekt, wenn die jetzt was testen, ich würde mir das Zeug eh nicht kaufen, was die testen, aber andere Leute. Und wenn sie jetzt etwas nicht sauber oder nicht korrekt testen und das ist eigentlich ein super Produkt, aber sie haben irgendeinen Scheiß gedraht, dann wäre es blöd. Und wenn sie jetzt nicht objektiv testen, nämlich etwas, was von einem von ihren Sponsoren kommt und das ist in Wirklichkeit ein Graffel, dann ist auch blöd. Also vielleicht arbeiten sie da ein bisschen an sich. Ja, sagen wir so, es wird halt jetzt dann bei zukünftigen Tests war halt nicht schlecht, wenn die halt wirklich dann zumindest sauber Ja, wären. genau. Weil ich sag mal, normalerweise, mir kann ja keiner erzählen, wenn ich das jetzt hauptberuflich mache, ich renne ja so einen Test, ich lasse den ja nicht gleich einmal laufen. Ein einzelner Test ist sowieso Ja, nix. also das, deshalb, also das muss man ja irgendwann, müsste es mir ja am Lauf fallen. Also ich meine,
ich verstehe schon, Fehler können jedem passieren, da sagt ja keiner was. Aber du musst halt dann auch sagen, das Video müssen wir löschen und nein Ja, machen. genau. Also dem das geht's halt da. Gut, du hast noch ein Thema. Ich habe sogar noch zwei Ich weiß Themen. ja. Das wird ein So langer Windows Abend. auf, Ja. naja, Windows auf ARM wird langsam Realität. Oje, der nächste Versuch. Jetzt kämen zumindest Qualcomm-Prozessoren. Also jetzt kommt der Snapdragon Das haben wir, glaube ich, schon einmal gehabt. 8cc Gen 4. Na, jetzt kommt er dann wirklich. Also er kommt in 2024 klimper. Haben sie aber lang gebraucht, gell? Ja, die haben länger gebraucht als gedacht, aber ich bin halt damals, ich meine, Windows war ja nicht sehr erpicht drauf, da irgendwas zu machen. Ja, Microsoft Launch. Ja, genau, Microsoft. So heißen die, nicht Windows. Ja, also von den her, es tut sich ja Ja. was. Cool. Ja, das Haus lassen wir jetzt so Das können wir stehen. so stehen lassen, ja. Da habe ich noch hat. Du bist, ja, du hast noch was. Ah, ja, das Dönerhaus. Ah, ich war ja eigentlich der Meinung, dass Pornhub Humor hat, weil ihre Werbungen und ihre Werbeclips oder das so schalten ja oft sehr humorvoll sein. Aber offensichtlich hat Pornhub nicht so viel Humor, weil sie klagen jetzt an Dönerladen in New York. Der bietet Real German Kebabs an, was ich schon einmal irgendwie geil finde. Real German Kebabs. Deutschland ist die Hochburg des richtigen Kebabs. Wüsste ich, ja, würde jetzt nicht so sagen. Aber ja, jedenfalls bieten die Kebabs an und deren Logo ist, sie heißen Döner Haus und deren Logo ist halt sehr an Pornhub angelehnt. Und Pornhub gefällt das nicht. Markenrechtsverletzung jetzt. Döner Haus sieht keine Verwechslungsgefahr, würde ich jetzt auch sagen. Ich isst ja einen Döner und habe nicht einen Threesome mit zwei Mädels. Was sagen, ja, okay, ich sage nichts, weil ich will, das müssen wir wieder schneiden. Oder Double Penetration oder so. Ja, das war alles noch wurscht, aber das so, red ich nicht Also, weiter rein, okay, weil passt schon. Ja. So das ist, genau. Oh mein Gott, jetzt packt ja, er schon ein. deshalb sage Okay, ich, nein, wir einfach schneiden es. sagen Nein, nichts. ich halte mich zurück. Oje, ja, Das ist gar kein Isaac, da hätte es ehrlich gesagt auch nicht wirklich eine Verwechslungsgefahr. Mein, das Logo ist halt angelehnt, ja, es schaut halt so aus, aber es heißt Dönerhaus und nicht Pornhub. Ja, lass uns einmal so Ja, stehen. sagen wir mal so, das kann schwierig werden, der Fall. Ja, eh. Na, aber eben, ich find's Er, irgendwie. was zumindest, was derjenige, der das gemacht hat, was vielleicht gar nicht so blöd war, diese weiße Linie unter Döner zu Weil. machen. Wenn du jetzt an laut Wikipedia das Ach Logo so, nimmst von okay. Wo, seinen. eben, jetzt, ich habe jetzt schon Angst gehabt, ich muss Pornhub Na, googeln. na, Das na, war wenn jetzt du blöd. laut. Gib einfach, du brauchst gleich Pornhub-Logo eingeben, dann kommst du zum Wikipedia-Artikel nochmal. Machen wir es Wenn mal. du da ist das Logo Da ist keine weiße Linie anschaust, drunter, stimmt ja. da ist keine weiße Ah, Linie shit. drunter. Jetzt könnte es sein, ich meine, das ist jetzt die Frage, das muss natürlich ein Gericht entscheiden, aber diese weiße Linie war natürlich nicht blöd. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, ohne die weiße Linie wäre es vielleicht sogar schwieriger gewesen. Aber ich weiß es nicht. Also es ist natürlich, ja, sagen wir mal so, schwierig. Ja. Also ich würd mir nicht drauf wetten getrauen, wie das ausgeht. Ich meine, dieses Dönerhaus kann sich freuen, das ist super Werbung. Nein, Also. das wollte ich gerade sagen. Für dich ist das jetzt die beste Werbung, die du Gratis gratis haben haben kannst. kannst. Ich meine, ob es gratis bleibt, werden wir dann sehen.
Kommt drauf an, ich weiß nicht, auf wie viel haben sie denn, für Wellen sie denn Ich haben. weiß es nicht, keine Ahnung, steht da. Aufforderung, Logo zu ändern. War von irgendeinem Streitbetrag steht da, glaube ich, mal nichts. 240 Das Stück ist, ja. Straße. Na, es ist jetzt, da geht es jetzt noch einmal nicht um Geld, also. Okay, da ist nochmal das. Ja, gut, dann könnte es eine relativ gute Ja. Währung sein. Weil nachher änderst du einfach auf Dönerhaus und schreibst Haus ohne den komischen Balken da oben und bist fertig. Oder du drehst genau um, du machst ein schwarzes, abgerundetes Rechteck und schreibst innen orange. Das geht da. Das geht auch Ja. noch. Nachher hast du sehr gute Werbung, Na, die sehr Werbung ist günstig perfekt, gehabt. ja. Ja. Gut, so, ja, lustige Geschichte. Was von Stellantis noch kommen soll, damit wir ein E-Auto da drin gehabt haben, der Fiat Panda E kommt. Soll dann weniger als Ja, 25.000 das Euro sagt sie kosten. alle. Das Ja, gut, das kann bei den Autos sogar realistisch sein, weil der hat ein paar Einschränkungen, nämlich. okay. Ich glaube, so, jetzt warte mal. Wo war denn das? Das Auto, glaube ich, hat erstens einmal eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Die glaube ich, so, wo ist denn das gestanden? Warte mal, da ist irgendwas gewesen. Wo ist denn das Na, gestanden? Paywall. Ja, da ist ein Paywall. Aber da war irgendwas, glaube ich. Ich glaube, das Auto ist nämlich bei 100, ist glaube ich bei 100 oder 110 km/h 100 abgeriegelt. war blöd, 110. Ja, Ja, okay. 100, ich glaube aber, das war relativ. Warte mal, wo habe ich denn das gelesen? Schau mal. Hm, 300 Kilometer Reichweite, schreibt die Future Zone. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 107 km/h. 107. Ja. Ich meine, wäre jetzt prinzipiell wurscht, wenn generell das Tempolimit von 100 km/h kommen würde. Ja, na eh. Dann wäre es vollkommen wurscht, weil dann, was brauchst du dann mehr? Mei, ich könnte jetzt sagen, du brauchst schon für die Elastizität bei der Beschleunigung, um einen zu überholen, der vor dir mit 90 fährt. Naja, das geht mit 107er. Ja, und wenn es schnell gehen muss und wenn dir schon wieder einer entgegenkommt, Ja, andererseits sollte man da nicht überholen. das sollte ich sowieso Ja, nicht eben. überholen. Da gibt es also von den her, sage ich, man die Einschränkung, okay, wenn das jetzt die einzige ist. Ja, stimmt. Aber ja, das leider mit, das auch drin war. Du hast ja bei den anderen überhaupt nichts reingetan, bei die anderen Themen. Na? Ja, Alter, Na, Falter. ich hab keine Spaß, ich habe nur noch eine Lesepix. Du hast keinen Spaß mehr. Das stimmt auch. Das stimmt auch. Bei den Gadget-Picks, das ist ein kleines Thema, das was ich besprechen will, aber da habe ich keinen Link dazu gehabt. Und bei den Spaß-Picks habe ich leider nichts und bei den Lese-Picks habe ich eins, zwei, Okay. Ja, dann gehen wir es jetzt einfach der Reihe nach durch. Minikamera habe ich die waren noch nicht reingeschmissen, oder? Weil ich habe sie nicht gefunden. Die Insta360 Go 3. na. Passt. Ist ein Video. Bing.
ist eine sehr kleine GoPro, also das heißt, das kannst du sogar so klein rausnehmen. Hast dann quasi wirklich immer Ist das dabei. eine GoPro oder ist das? Na, das ist von Insta360, das ist Insta360, ist eine eigene Firma. Also die machen so ganz spezielle Kameras, die halt dann einfach andere Perspektiven ermöglichen, weil sie halt so klein Aber ist sein halt eine oder. GoPro, oder? Also von der Größe her, wie ist eine GoPro? Ja, außer du nimmst die ganz kleine vorne raus, die ist halt sehr, sehr klein. Ah, okay, die ist komplett detachable, Ja. okay. Aha. Nett, was kosten die? What? 380 Ja, ich habe nichts. Pfund. Es hat niemand gesagt, dass sie günstig ist. Was kostet das in richtiger Währung? 380 Dollar. $429 Dollar. Euro. Ja. Boah, fuck. Das ist einmal ein. Boah. Never translate German. Boah, das ist einmal eine Ansage. Das ist teuer. Ich meine, klar, du hast halt eine super kleine Kamera. Ich meine, und vor allem, sagen wir so, du wärst da eher das Action-Kit oder irgend sowas, oder das Creator-Kit kaufen, weil sonst hast du nicht viel. Also günstig, es ist nicht günstig. Vor allem, du willst ja mehr Speicher auch noch haben. Ja, wenigstens ist der nicht so extrem vom Aufpreis her. 20 Euro für die 64 GB Variante. 50 Euro für die 128 GB Variante Aufpreis. Okay, ja gut, das ist okay. Boah. Oh, der Preis ist auch eine Sorge, ja. Ja, sowas gibt's halt da sonst Ja, nirgends. nein. Nettes Teil. Ich sehe, ich muss mal die Fenster zumachen, da kommen die ganzen Gelsen einer jetzt. Die ganzen Mücken. Gößen. Die Gölsen. Gößen. Ja, okay, nett. Ja, also das zu Achso, dessen. ja, Dann für habe ich noch Timelapses ein. war das cool. Könnt ihr das gebrauchen, ja? Ja, wie schon gesagt, 500 Euro bist dabei. Nee, ja, mache ich lieber mit dem alten iPhone, was ich da mal liegen habe. Das geht da. Okay, cool. Nett. 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 Dann noch was, weiß ich nicht, ob man das braucht, ein E3-Rad mit dem 65 km/h fahren kannst. Ja, das ist für alle, die nicht mit einem E-Bike fahren können. Aber die sollten dann halt mit. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, mit dem Ding sollte niemand fahren. Was mit einem E-Bike? Also, na, mit dem, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht, mit so einem Dreirad zu fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit auf der Straße fahren willst. Na, weißt du, was Also, das extreme Problem ist? du bist so Die tief. Sitzposition, ja. Du wärst Ja, du. nicht gesehen und du siehst selber nichts. Richtig, das ist, ich meine, so zum Spaß sicher super lustig. Ich meine, wahrscheinlich würde ich Kenten nicht mehr aufstehen, wenn ich einmal raus sitze. Ich müsste direkt zum Krankenhaus fahren, dass ich mich ausheben. Ja, mir gleich mal ein paar Bandscheiben austauschen. Das sowieso. sonst schaut es super lustig aus, aber es ist, glaube ich, echt, ja, wenn ein Riesen, ich sag so, wenn irgendwo ein riesengroßes Grundstück oder ein riesengroßes Feld oder einen riesengroßen Bauernhof hast, ja, kannst du dir das überlegen. Ja,
kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Ich finde es jetzt ziemlich. Ich starte mal das Video. Ich meine, vor allem der Spaß ist ja nicht ganz billig Was kostet denn nebenbei. das? Also wenn es die Top-Variante haben will, spielst du bei 2.299 Euro. Das finde ich nicht schlimm. Naja, für etwas, wo du die wahrscheinlich damit, wo du da alle Leiden holst, ist es halt ein bisschen teuer. Ja, aber so als Spaßdings irgendwo in der Gegend um eine Kurve ist das eh eine ganz nette Idee, nur und der Preis schreckt mich nicht, das ist günstiger wie ein E-Bike, also wie manche E-Bikes, aber Ja, E-Bike ist halt sehr, sehr da viel sind wir schon praktischer. beim Er hat der da sein Handy drauf geklipst. Ja. Ja, das passt aus. Ist aus, vorbei. Da bist du, Na, da da steigst du steige ich aus. aus. Wenn ich da nicht irgendein dediziertes Display und dedizierte Buttons habe, um das einzuschalten, ist es für mich tot. Na, dann geht es da gleich mit dem komischen holländischen Radlhersteller da. Wie wird der geheißen? Von Moff. Von Muff, von Muff, Muff, Müffel, Müffelt. Wo du nicht, der jetzt Konkurs gegangen ist und ohne App kannst du die Radl nicht einmal mehr verwenden. Die geschissenen E-Bikes, weil die komplett verdongelt sind. Du Naja, du kannst ja kannst nicht einmal einen Blinker betätigen bei ja. dem Radl ohne Handy. Das ist eine Katastrophe. Das heißt, wenn Akku leer, kannst du mit dem Teil nicht mehr fahren. Handy-Akku leer, Ja, wohlgemerkt. da bin ich Ach, bei das. dir. Es ist das, ich meine, sie haben dann erst einen Notfallcode gehabt, Ja. den dann quasi der machen Ja. muss. Dann kannst du ja Wo. Drittanbieter-App verwenden und trotzdem kannst du die Blinker aber nicht mit einem Knopf steuern, sondern musst am Handy was drucken. Das ist das für. Das nix, nix. Wie heißt die Firma? Wurf, Wurf. Na, Move. der Hersteller oder jetzt von dem komischen Dreiradler Das da. ist ein Indie, das ist ein Indigo Wog. Vogue. Soll pleite gehen, soll untergehen. Fix-fertig und dem, was das verkaufen kann, eingekerkert hey, für den Blödsinn, was sie da machen. Ein Handy. Ich weiß jetzt aber nicht, ob du das Handy brauchst, um irgendeine Das Funktion ist zu mir steuern. Das scheißegal, aber weiß die Geschwindigkeit hat es da angezogen. Also, ich nicht. Das ist mein Handy, brauche ich da eigentlich brauche ich nicht. ein kleines TFT-Display, was aufgezählt, fertig und was mein Akkustand anzeigt. Ich will kein geschissenes Handy verwenden, um Ah, ein na, warte Teil mal, zu da nutzen. steht, warte mal, na, warte mal, da steht Water Resistant LCD Monitor. Okay. Ist es ein eigener? Ja, das ist kein Okay, ja, Smartphone. nachher ist okay. Na, bestell ich Na, jetzt eins. bestelle ich auch nicht. Aber nachher ist es nicht ganz so schlimm. Aber das, was die Holländer oder die. Ah, warte mal, aber you can easily adjust the power output of the motor and the drive modes, which allow you to set the speed. There's a Wook App. You can easily customize your ride and control your Wook. Ja, okay, du brauchst wieder eine Ja, App müssen wir ganz natürlich. kurz das Fenster zumachen. Jetzt kriege ich da schon die. Jetzt kommen wirklich die Insekten rein, oder? Moment. Zu viel Ja, ja, Licht. ja. Das. Aber Clemens, du kannst dich freuen. Das hat eine Front- und eine Rückkamera. Cool. Weil das brauchst du Dann natürlich. brauche ich die in die in die Go 360 nicht mehr. Das ist gut. Ja, also das ist es Wok. So. Und jetzt an der neueste Scheiß, weil du ja so Fashion, weil du immer beim Fashion on Wok Ja, bist. hey, ja, unbedingt, unbedingt. Das nächste große Ding sind Fingeruhren. Leck mir am Finger. Ja, das sind Fingeruhren, hallo. Jetzt von Casio, das ist der nächste Trend, Casio Casio Mini-Fingeruhren. könnte ja einfach mal anfangen, wieder richtige gute Uhren zu bauen, aber ja, gut. Macht man halt eine Fingeruhr. Boah, ja, was? Na, ernsthaft. Das ist aber jetzt nur ein Ja, Scherz, oder das Teil. na. Das heißt, ihr good old fashioned Casio, das sie seit 30 Jahren unverändert bauen und verkaufen, machen sie jetzt so. So. Das Ding da. Das Ding. Das ist ja April-Scherz. Von wann ist denn der Artikel? 8. August, oh mein Gott. Na, das gibt's wirklich. Casio hat das sogar offiziell. Mit
Sogar die mit der Tastatur, mit dem Taschenrechner drauf. Das kann, offizielle. Es ist eine andere Uhr. Aber warte, da gibt es den offiziellen, warte mal, wo kann man das übersetzen? Also Casio hat die Uhr gebaut und es ist eben gesagt worden, dass der Akku 20 Jahre halten soll, ohne die Batterie auszutauschen. Ja, also das heißt, die gibt es, ja, die gibt es wirklich. Ob es die mit Taschenrechner gibt, das weiß ich jetzt nicht. DBC 611.1. Aber ich glaube, die gibt es nur in Japan. Da soll es auch bleiben. Also sie seien auch komplett Die ausverkauft. gibt's. Ja. Ja, die gibt's schon, aber nicht, dass sie auf den Finger passt, oder? Das ist das, ja. Ah, wohl, die gibt's wirklich mit, dass sie auf den Finger passt. Warte, ich schick's da in Skype, oder? Telegram geht. Du Telegram-Link her. Telegram. Hausen Telegram. Skype weiß ich wieder nicht, wo der Chat ist. Der muss halt aufploppen. Oh mein Gott, noch ein Fenster, was aufploppt. Ah ja, Chat. Na, ploppt überhaupt nichts auf. Ich schick's dir in Ah, Telegram jetzt ist da, nochmal. jetzt ist da, jetzt ist da, jetzt ist da. Copy-Link. Ah, jetzt kriegst du da. Doch nicht. Ja, Wenn jetzt kriegst du bescholle die von alle da. Ja, Seiten. genau. Ja, also Clemens, du siehst schon, du als On-Vogue-Mensch, Ja, bitte. aber das Du, letzte Mal, wo ich auf bitte. der Fashion Week war, haben sie das nicht vorgezeigt. Ja, siehst du, du bist hinten aus. Und das, wie schon gesagt, du als Smartwatch-Mensch, hallo, das ist das Nächste. Jetzt kannst du eine Smartwatch haben und auf jeden Finger noch was. Wieso? Wieso? Die werden sich eher gefragt haben, warum nicht? Jetzt fragt sich jeder, der einen Scheiß auf den Markt wirft. Wieso? Okay, passt. Egal. Also sie haben umgerechnet zu so circa $3 gekostet. Egal. Gut, und du hast schon das zweite gesehen, es gibt auch ein Pac-Menü von Aber da haben Casio, sie einen falls Fehler das hat. gemacht, scheinbar. Da steht, der große hat einen riesigen Fehler. Weil man kann nicht Backman spielen, gell? Ja. Jetzt mal, aber das ist jetzt eine normale Uhr, oder? Das ist normal, Igor, ja. Schade nur, dass keine Runde Backman auf der Uhr möglich ist. Sie bietet lediglich die Grundfunktion einer digitalen Armbanduhr. Ja. Ja, gut, aber ich finde, das ist witzig, das ist nice, das schaut cool aus. Sowas würde man sogar schenken lassen, aber nicht anziehen. Ja. Was? Ich hab's immer gewusst, du bist ein Fingeruhrenmensch. Don't mess with my finger. Na, das würde ich sich. Na, was? Das sind. Wenn es jetzt wenigstens irgendwas wirklich Smartes wäre, dann würde ich sagen, ja, aber dann hebt der Akku wahrscheinlich gleich 4 Stunden oder sowas. Ja, bitte, auf jeden Finger noch irgendeinen smarten Ring drauf mit einem Display. Okay, wo wir jetzt bei Gadgets sind, gell? Können wir gleich zu einer Sache, die ich jetzt einmal ausgetestet habe und da gemacht habe. Kennst du Temu?
Hast du sicher auch schon die Ich merkwürdig krieg aggressive Werbung gekriegt? die Ja. Scheißwerbung Ja, immer. Temu ist jetzt so, irgendwie ist es ein bisschen still geworden um AliExpress und Temu ist jetzt irgendwie da um, zumindest in Europa, AliExpress. Mit AliExpress zu konkurrieren und auch ein bisschen mit Amazon zu konkurrieren. Und ich habe vor letzte Woche am Montag habe ich da eine Bestellung gemacht, weil man gedacht habe, Warum? ich probiere es jetzt einfach. Das sind 20 Euro, was ich investiert habe. Und ich habe bestellt 6 Paar Socken. Ich Da kriegst du ja Fußpilz von den bin Socken. die wohl vorher waschen. Ja, Natürlich. das hilft doch Ja. nichts mehr. Dann eine Trinkflasche. Da kriegst du einen Zungenpilz von Okay. der. Eine kleine Lunchbox. Ein Was hat der Clemens eigentlich immer in seiner Nein, ich habe Lunchbox? keine. Die ist halt so, wo man halt einmal gekochtes Essen reintun kann oder aufbewahren kann. Das andere Teil finde ich gerade nicht. Das habe ich wahrscheinlich schon wieder verkauft. Ne? Ist doch schwäch geschmissen. Dazu hat es gratis gegeben. Warum Sowas. kriegst du was gratis dazu? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was ist denn das? Das ist so ein Ist das ein Umhängetäschchen, wo man sein Handy reintun kann und seine Geldbörse. Ja, bitte, kann er in Zukunft dauernd mit der Ja, Oma rennen? ich find die aber voll lieb. Gratis war noch dabei Notebook-Rucksack. Warum gibt's das gratis? Das ist das. Zu dem können wir gleich. Also gratis, Notebook-Rucksack, 14 Zoll, Qualität würde ich sagen, bei Amazon 30 Euro. Dann eine Taschenlampe. Hey, jetzt hast du so viel Klumpen da, das kann ich Na, haben, na, na, praktisch. na, 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 in den Rucksack, den verkaufe ich, das ist klar. Die Taschenlampe war intended, also die habe ich bestellt. Die finde ich ja gerade nicht, die habe ich weggearbeitet. Aber jetzt, aus welchem Grund hast du eine Taschenlampe Weil bestellt? ich, weil ihr eine Taschenlampe gebraucht habt fürs für daheim einmal als Ersatztaschenlampe. Also wirklich, wenn du mal was siehst, der ist wirklich bei Amazon gelistet genau dasselbe Modell, 20 Euro. Der hat bei Temu 2,90 gekostet. Okay. Klingt einfach so Das ist echt voll sinnlos. bizarr, ja. Was ich mir noch bestellt habe, weil ich es mir gesehen habe, eine Bade, eine, also eine, so eine Hausschlapfen, die haben 1,90 gekostet. Und irgendwas habe ich noch bestellt, aber das habe ich jetzt vergessen. Was war da noch dabei? Ja, alles zusammen, Flasche, Taschenlampe, die Umhängetaschen, Rucksack, die waren im Warenkorb auf einmal als Free drinnen, ein paar Sachen. Noch die Schlappen, Taschenlampe, Lunchbox. Irgendwas war noch, aber das habe ich jetzt vergessen wahrscheinlich. Ja, wurscht. 20 Euro, 22 Euro inklusive Versand. Und die kannst sogar das, gell? Polizei, Polizei, Gut. 22 Euro und war innerhalb von 10 Tagen da. Okay. Und was hast du Zoll Nix. gezahlt? Die Abwicklung ist gegangen über DPD und das macht Temu. Okay. Zollanmeldung. Ich habe dann heute einmal geschaut, was kosten. Und das ist das. Und jetzt nicht sagen, das ist jetzt billiges China-Graffel oder irgendein. Weil man ja gerne sagt, das ist jetzt der billige Scheiß aus China oder sowas, gell? Das sind. Ich habe halt extra nachgeschaut, ich habe das mit die Seriennummern, die da drauf waren, abgeglichen, mit die Artikelnummern, die da drauf waren, abgeglichen. Ich habe bei Amazon einmal geschaut, was das Zeug da bei uns kosten würde, wenn es bestellst. Ja. Die Badeschlapfen, also die Hausbatscheln, was man da bestellt hat, das sind so aus einem Guss Schaumstoffbatscheln, einfach bequem zum Gehen. Ich habe das nur unten für den Keller, weil. Da gehe ich sicher nicht barfuß oder mit Socken rein. Die kosten bei Amazon 10 Euro.
Die Taschenlampe kostet 20. Der Rucksack, den habe ich nicht gefunden. Der war eh gratis, aber der ist, so ähnliche Modelle sind bei Amazon so um die 30 Euro gelistet. Das Umhängetaschal, das geht bei Amazon in einer anderen Farbe von den Mandeln um 20 Euro weg. Die Wasserflasche war bei 15, 10 bis 15. Und die Lunchbox war bei 15. Und die Socken weiß ich nicht, keine Ahnung. Die habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt, aber. Die haben bei Temu 3 Euro gekostet, wahrscheinlich bei Amazon auch sowas mit 10 Euro. Also, das, es ist, ob ihr das jetzt bei Amazon bestellt oder bei Temu, ihr kriegt da quasi dasselbe Produkt, aber mit einem extremen Preisunterschied. Das heißt, wenn man jetzt Sachen kauft, von deren Qualität, die jetzt von der Qualität her nicht unbedingt High-End sein müssen, wird sich's aus meiner Sicht lohnen, das anzuschauen, weil du kriegst haargenau dieselben Produkte wie bei Amazon, ohne Zwischenhändler dazwischen, ohne dem nächsten Zwischenhändler dazwischen und ohne dem Einzelhändler, der das dir dann verkauft. Ich habe gehört, dass das im gerade im sozusagen im Fashion-Bereich halt super ultra cheap Mode sein soll. Da Und hast du da genau das Gleiche. Du kriegst die Mode, die jetzt heutzutage bei H&M und ja, Only und New Yorker kaufst, ohne die kompletten ganzen ja. Distributoren zwischendrin. Das heißt, du kriegst das. Und ich hab nachher auch noch Ja, aber bei weißt du was? Golem was gelesen, und das war eher ein cooler Kommentar. Warte mal. Ich schau, vielleicht finde ich den wieder. Da hat nämlich einer geschrieben. Meine Frau arbeitet in der Handelsbranche und hat gute Kontakte nach Yiwu. Also, da werden halt die Waren produziert, eingelagert und gehandelt. Der Ja. Herstellungspreis für einfache Flaschen, Schlappen, Taschen, Boxen etc. liegt im tiefen einstelligen Cent-Bereich. Das Ja, heißt, das, die ich mein, das verdienen wissen wir an alle. dem trotzdem noch was. Ja, na, das ist eh klar. Ich mein, wenn du das auf die Stückzahl hochrechnest, klar. Im Bei der Endeffekt Tasche. mit Temu kriegst du das gleiche, günstige, also wenn du bei Amazon billig kaufst, kriegst du genau dasselbe. Sparst du aber die kompletten Kette an Zwischenhändlern zwischendrin. Und kriegst es Ja. daher um den guten Preis. Es ist jetzt nichts, dass ich jetzt da sage, wie gesagt, bei so einer Sachen ist mir die Qualität relativ wurscht. Bei einer Socken ist mir das wurscht. Bei das Umhängetaschel werde ich vielleicht 3, 4 Mal verwenden. Die Lunchbox, ja, okay, die wird halt, landet eh bei den restlichen Boxen bei uns in der Küche und wird halt genutzt. Die Wasserflasche werde ich nutzen. Da, Ja, ich versuche bei den Dingen halt generell, ich will, ja, ich weiß, dass das jetzt schwierig ist teilweise, aber ich will da gar nicht mehr so billigen Schrott mit unterkaufen. das verstehe ich, Ist, weil, aber na, weißt du, warum? Ich verstehe jetzt schon, was du es meinst. ist ja nicht der billige Schrott. Das ist es ja. Es Nein, ist ja es. nicht der billige Schrott. Nein, ich weiß, es ist, das Problem ist das, wenn du sagst, klar, ich kaufe bei Amazon den gleichen billigen Schrott unter Anführungszeichen, Das waren bei Amazon ist nicht es. einmal das waren bei Amazon nicht einmal die teuersten, also nicht einmal die Ja. günstigsten Sachen. Es geht ja noch Nein, günstiger. nein, das ist halt das, was halt einfach das ist, was ich versuche zu vermeiden. Ich meine, klar ist das jetzt ein bisschen scheinheilig. Ich versuche halt generell so Produktionsprozesse, die genau auf der Art basieren, versuche Ja, ich einfach zu vermeiden. das. Das meine ich damit. Um das geht es mir. Das ist zwar nicht, ich weiß, das ist nicht immer möglich, weil selbst wenn ich ein Markenshirt Das kaufe, ist habe ich das nicht in der genau das, Hand. also das ist genau das, was ich jetzt meine. Mein Problem dahinter ist genau das. Die Produktions- und die Herstellungsbedingungen, Umweltaspekte und Menschenaspekte, das befeuert das jetzt nur noch. So genau so zu produzieren, weil die jetzt einen Weg gefunden haben, direkt an den Endkunden zu kommen und der Endkunde ja noch die in Massen auch noch kaufen. Jetzt kaufen die Ja, Endkunden ja. nicht nur noch beim Einzelhändler, Ja, sondern ja. direkt. Das heißt, der Absatz steigt noch mehr und sie produzieren Ja, noch ja. mehr unter irgendwelchen Bedingungen, die moralisch
und gesetzlich und in jeder Hinsicht verwerflich sein. Das ist das Problem, schlussendlich. Es ist das und Es ändert nämlich nichts am eigentlichen Produktionsprozess und an den Bedingungen, na wie es na produziert wird. na Das ist das Problem. und was halt der Punkt ist, ich sage nach wie vor so, ja, sicher kannst du ein 2 oder 3 Euro Shirt kaufen, leih halt klar, das schmerzt halt wahrscheinlich einfach noch spätestens ein Jahr wegschmeißen. Die Jugend heutzutage wirft es noch einen Ja, Monat oder noch einmal tragen weg, weil es hat ja nur 2 € oder 3 € gekostet. nein, und um das geht, das ist halt Das das, ist das halt finde vollkommen der falsche ich, Ansatz. das finde ich Ja. pervers, also das ist nichts mehr anders, weil ich habe teilweise Shirts, die sind 10, 15 Jahre Ja, alt. ich habe Pullover, Also, die sind uralt, ich habe T-Shirts, die sind ich uralt. meine, jetzt kann natürlich, jetzt kann jemand sagen, ja, genauso schaust du aus, sage ich, ist mir aber Naja. scheißegal. Weil ich sage, ich hasse ja gewohnt kaufen per se schon. Ja, eh. Also das ist und ja, ist jetzt man ist jetzt ja wurscht, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe meine Shirts und meine Pullover habe ich meistens von einer Marke. Ich sage jetzt, mache jetzt keine Werbung dafür, weil es immer Ja. wurscht ist. Ich sage aber, ich weiß auch nicht, wie die produzieren. Das ist das Die Nächste. produzieren alle genau gleich schlecht Ja. und fies. Ich meine, ich weiß, dass manche Sachen von seinen in Frankreich produziert werden. Ja, das weiß ich. Was man dazu sagen muss, es gibt Mode, also Shirts und Pullover, zumindest wie es jetzt produziert wird, weiß ich nicht. Aber qualitativ merkst du halt gleich mal einen Unterschied, ob du jetzt dein T-Shirt um 8 € oder 10 € bei QWERTY bestellst oder um 20 oder 25 € bei Supergeek in Deutschland, die T-Shirts auch noch selber produzieren. Also den Ja, Stoff. klar. Über den Stoff zukaufen und die T-Shirts selber produzieren. Weil du merkst schon einen Ja, ja, Unterschied ja. zwischen einem Stoff mit 160 Gramm und einem Stoff mit 200 Gramm. Es ist auch ein dickerer Stoff, es haltet mehr aus, der Druck hebt besser. Natürlich, natürlich merkst du Eben. das. Es ist ja so, ich meine, zum Beispiel, ich bestelle meine Hosen bei der Firma Walbusch. Ja, sag mal gar nichts. Weil die haben auch teilweise Hosen, die werden halt dann komplett in Deutschland produziert. Ah, okay. Ist das. Und teilweise in Portugal und so weiter. Also, wo ich sagen Ist muss, das so ja, wie und das Mano ist das. Mama, oder? Das würde ich jetzt nicht sagen, Walbusch ist eher normal. Ich weiß nicht, von was das kennst. Mano Mama kenne ich zum Beispiel nicht. Das ist mir schon zu hip wieder. Na, das ist Kleidung, die komplett in Deutschland produziert wird. Ah, okay, also das ist jetzt nicht so was Na, Hippes. na, 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 schau da die Models, sondern das sind alles andere als hip. Das ist mir zu hip, das ist schon zu hip, nur das weg. Das moderne Zeug. Na, ich bin da, sagen wir so. Ich glaube, die Model, ich habe mal einen Podcast mit ihr gehört. Die Models sind sogar die Schneiderinnen und Schneider aus der Produktion. Das finde ich Ja, super. Nein, ich bin sind da zwar einfach. voll cool, ja. Also, ich mag da einfach eine klassische, normale Stoffhose oder wie das halt heute heißt, Chino oder was weiß ich, was mir Was? wurscht. Das ist ein Chino. Es heißt, ja, das heißt halt so. Chino. Was ist der Unterschied zu einer Jeans? Ein Chin ist kein Chino. Aha, okay. Warum? Was der Unterschied ist, meistens hast du diese tiefen seitlichen Taschen, also nicht diese Five-Pocket-Taschen. Ah, okay. Weil ich Ja, hasse die Dinger, weil da. okay, jawohl, jetzt fällt mir gerade ein. Ich kenne deine. Also, ich Ja, kenne deine das Hosen. ist ein Chin. Das ist ein Das eigenes ist ein Ding. Ich habe gedacht, das ist einfach. Nein, das nennt sich. Mittlerweile heißt es Chino. What the Keine Ahnung, frag fuck? mich nicht warum. Ja, frag mich nicht Ja, warum. hab ich wieder was verpasst in der Fashion Week. Chino. Chino-Hosen sind Hosen aus Chino-Twill, einem Baumwollstoff in Körperbindung, in der Regel und leichte Sommerhosen. Okay, ja, keine Ahnung. Wurscht, braucht kein Mensch Chino. das Wissen. Aber was halt da einfach fein ist, ich meine, ich bin da auch so faul, ich weiß meine Größe, ich bestelle da immer die gleiche und das ist damit Wie erledigt heißt für mich. es? Walpurgisnacht. Walbusch, also ohne H. Walbusch. Ja, genau. Ne, sind da nicht hip. Nein, es ist überhaupt nicht hip und das Das sowas, ist das schätze ich ja da. schätze ich, ja. Das schätze ich, aber es ist einmal was nicht hip. Vor allem, es ist super einfach, du bestellst das Zeug, du kriegst das geliefert, du kannst probieren, du zahlst erst, wenn du es kaltest und alles, was hinterschickst, zahlst nicht.
Da steht Es aber kostet zwar da Jeans, nicht fast. Chino. Ja, Ach. du kannst Jeans, so, wenn du auf Hosen gehst, dann kannst du Chino so. Jean. Ah. Ah, okay. Und das ist einfach, es ist so schön, weil die haben, glaube ich, als klassischer Versandhandel gestartet in Vorarlberg. Und sind halt da irgendwo aufs Internet übergegangen. Aber es ist halt einfach echt, es funktioniert halt einfach. Weißt, das ist das, was so schön dran ist. Und das ist mir einfach der Rest wurscht. Vor allem, die haben ganz wenig mit den Slim Fit Scheiß. Ah, ich wollte gerade schauen, weil Ja, ich mag halt gern sie Slim haben Fit. schon. Ich mag das halt gern. Du magst Slim Fit. Ich mag das gern. Vielleicht ist. Du magst Slim Ja, Fit. mag ich. Also grundsätzlich habe ich gern Slim Fit Jeans und Slim Fit T-Shirts. Ja. Ja, Ernst? nicht um meine Muckis zu zeigen. Weil ich schaue in Slimfit-T-Shirts nicht sonderlich ansehnlich aus, vor allem. Sag einfach so, du möchtest gern dein Wombe Genau, herzagen. will sie nicht herzagen, aber ich finde das viel angenehmer, wenn ich hab das, was ist, körperbetont, gibt mir mehr Sicherheit. Ich glaube, das ist so eine Selbsttherapie für Angststörungen, keine Ahnung. Na, kennst du das nicht? Ist es so wie diese schweren Genau, Bettdecken, damit genau. da. Ich glaub, das ist wirklich sowas, ja. Aber zum Beispiel, ich hasse so, ich mag nur, mein Gewand soll bitte total Na? luftig. Also das ist für mich, ich mag, ja, das Ich geht glaube, gar nicht. Also Slim Fit, ich. das kommt vielleicht wirklich so aus der Ecke, wie schwere Decken für schwere Decken, die helfen, weil sie dann so ein, kennt man ja, Ja, weil ja. keine Luft mehr kriegst, dann kann dein Hirn nicht mehr so Genau. arbeiten. Das Die schweren, die geben ist. dir ein Gefühl von quasi von, weil sie auf die drücken, von Sicherheit. Die werden dir wirklich, das ist ja belegt, die werden dir benutzt zur Behandlung von Angstzuständen. Wahrscheinlich ist das bei mir mit Slim Fit Jeans und Slim Fit T-Shirts genauso, dass mir die Einengung da irgendwie ein Gefühl von Sicherheit gibt. Ich Ja, verstehe. ich gib's einfach zu, du bist einfach ein Poser. Soll ich das T-Shirt einmal heben Na, bitte und nicht. Na, ich habe nichts zum Posen, von dem her ist es wurscht. Das ist ja wurscht. Es geht ja nicht darum, ob man das so, ob das jetzt. Ich meine, was ist das Idealbild? Das kann man ja so nicht sagen. Es gibt halt einfach Leute, die posen halt einfach gern. Ja, aber wenn man was posen und wenn man gern posen, dann sollte man ja einen Grund haben zu posen, oder? Na, es gibt keinen Grund dafür. Du kannst es immer Na, machen. ja. Ach, schon wieder so ein Insekt. Na, ich hab nichts. Ich mag es einfach gern. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ist schon seit Jahren. Echt? Vielleicht ist Okay. das. Ich weiß es nicht. Sehr gut. Also, das hätte man jetzt nicht gedacht. Ja, na, und das ist der Grund eben, warum ich eigentlich bei dieser einen Firma, ich habe den Namen eh schon wieder vergessen, Temu Weihbusch, oder Tebu also oder. Demo. Na, wie heißt das? Temu. Temu, warum ich da eigentlich nichts bestellen will. Na, es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen. Nur wenn bei jemandem das Geld knapp ist und er irgendwas braucht und sei es jetzt wirklich nur so, keine Ahnung, mehrere Trinkflaschen, keine Ahnung, für einen Verein, für der eh kein Geld hat, keine Ahnung. Wenn du das kaufen willst, oder Geschenke oder sowas und du kaufst das in einer größeren Stückzahl ein, nachher zahlt sich's aus, weil du sparst oder 90%. Man Ja, soll's aber eher. trotzdem aus moralischen Gründen einfach nicht machen, weil das befeuert einfach den dahinterliegenden Produktionsprozess noch mehr. Das ist generell nicht D gut. deshalb finde ich glaube, das ist eher. Ja, Es ich ist würde. im Endeffekt aber Nein, nichts anderes als AliExpress. Nur ich bin. muss man schauen, weil so Elektronikkomponenten habe ich immer bei AliExpress bestellt, weil die bei RS-Components und bei Conrad zum Beispiel, die verlangen ja Apothekerpreise. Und wenn es jetzt nur ein Temperatursensor ist, musst du dort 10 Euro blechen. Bei AliExpress kriege ich einen Dreierbock um 2 Euro. Und Ich genau weiß, dasselbe, wahrscheinlich. Genau der Sensor. das ist das Ja. Problem.
Klar, das ist der Punkt da, wo sagen muss, ja, es ist da generell, da ist halt, ja, da läuft ein bisschen was Da schief. läuft ein bisschen sehr viel schief. Da läuft das schief, dass du zwischendrin 5 bis 10 Händler hast. Ja, eh, vor allem, dass du weißt das selber, weißt du, wenn das kostet ja alles Geld in Deutschland, weißt du, du musst deine Angestellten zahlen, weißt du, das muss ja alles im Preis irgendwo reinrechnen, das muss ja alles rechnen. Okay, natürlich das auch, Das kommt ja auch noch dazu. aber nur weil er jetzt dein T-Shirt bei Kick direkt kaufst, genau dasselbe, was du bei Temu um 30 Nein, eh Cent nicht, kriegst, eh während nicht. die Mitarbeiter bei Kick nicht besser behandelt. Nein, eh nicht. Es ist, ich weiß es eh, das ist eh das Problem an der ganzen Geschichte, Das heißt, dass. im Endeffekt kannst du eigentlich fast so sagen, wenn du bei Temu bestellst, ersparst wenigstens Mitarbeitern von irgendwelchen Discountern und Billigshops noch weiter in Österreich und Deutschland noch weiter schlecht behandelt zu werden. Ja gut, das scheint sich wahrscheinlich mittlerweile durch einen Arbeitskräftemangel etwas wahrscheinlich auch zu relativieren, aber es stimmt, es ist halt generell der ganze, die Produktion an sich ist halt einfach ein Riesenproblem, wie halt generell, wie die Dinge Das ist produziert es werden. ja, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an und das Problem ist, der Kopf ist da die Produktion und da hapert es ja schon in alle Richtungen. Wie du es dann schlussendlich beziehst, macht noch eigentlich Ja, keinen Unterschied mehr. das Ding ist dann eh schon Eben, es produziert. ist Ich ja schon weiß es eh, produziert. das. Das ist ja das gleiche wie die ganzen 1-Euro-Shops und wie die ganzen Hasen, Teddy 1-Euro-Shops und so weiter, wo sie einfach containerweise Sachen einkaufen, die Ja, irgendwo ja. schon länger umstehen und dann wird es verhökert. Ja. Okay, besser als weggeworfen und ins Meer gekippt. Aber Ja, eh, es ist halt das trotzdem Zeug ist ja recycelt. schon produziert. Das heißt, Ja. und wenn die jetzt da 50 Millionen im Schlapfen produzieren, in Grau und 50 Millionen in Schwarz und 50 Millionen in Grün, macht es keinen Unterschied mehr, ob der das jetzt bei Temu kaufst oder bei Amazon. Ah, das ist dann leider mal Das wurscht, das stimmt. Problem Also ist da aber ist. halt, dass so extrem viel produziert wird, dass es dann nicht einmal mehr verkauft wird. Und dann hast du erst recht wieder das Müllproblem. Aber wie gesagt, von der Qualität muss ich sagen, die Sachen, die ich da gekauft habe, sind okay. Also die Taschenlampe zum Beispiel, das ist jetzt kein hochpreisiges Magnesiumgehäuse, das ist halt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet um Das den ist halt Preis. Hartplastik, aber es wirkt nicht billig. Das ist es. Es wirkt einfach nicht billig. Na, das ist ja klar, das ist ja der Punkt, das ist ja der Produktionsprozess da drüben ist ja für das, der ist ja sozusagen, der ist ja so weit unter Anführungszeichen Ja, solide, eben. weil das kommt ja eh alles von da, das ist ja Eben. richtig. Aber natürlich, wenn das jetzt mit einer, was sind so die Super Maglite, sind so die Teilentaschenlampen, oder? Genau, Ja, klar, ein Maglite, das heißt mit dem Magnesium. kannst du es natürlich nicht vergleichen. Größerer Akku, bessere Reichweite, bessere Optik drinnen zum Bündeln vom Licht. Ich meine, klar, ein Maglite, ich sehe da jetzt gerade die kleinste mit zwei Batterien. Ich meine, kannst du natürlich Akkus rein tun, wenn Ja, du klar. willst. Aber klar, die fängt bei 25 Euro natürlich Ja. an. Geht nicht, ich meine, es ist eine Xenonlampe natürlich drin. Ist halt was anderes. Da ist halt nur Ja, LED. ja. Da ist halt wirklich nur LED. Ein großes LED. Ich meine, das ist ja dann wurscht. Aber klar, wenn du jetzt sagst, du gehst in die Richtung, was weiß ich, 127 Lumen, ja, dann bist du natürlich bei, was weiß ich, die kostet dann 40 Ja, eben. Euro. Klar, ich meine, das Ding hast du wahrscheinlich ein Leben lang. Das wird sein. Die wir wahrscheinlich nicht ein Leben lang haben, aber die wird wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre genauso halten. Ja. Höchstwahrscheinlich, ja, ey, das ist halt der Punkt natürlich. Ein Maglite, ja, die hast du ewig. Ja. Und da muss man halt noch für sich die Entscheidung treffen. Will man halt etwas haben von einem großen Markenhersteller, das ewig ewig. Oder Wer prinzipiell natürlich ewig, in. aber wo hast du denn das prinzipiell ewig schon? Du hast das weder noch bei einer Miele-Waschmaschine noch bei einem. Nein, eh nicht. Ich meine, bei der Taschenlampe kannst du sagen, die hast du Ja, wahrscheinlich ewig. aber für und wieder alles schlecht. Die Welt ist schlecht. Nein, ich meine, sagen wir so, du hättest schon Maglite kaufen sollen. Na, eben, genau das. Na, eben nicht. Wenn ich. Na. Nein, ich kaufe kein Maglite.
Ja, wenn ich das Geld hätte, für 150 Euro für eine Taschenlampe zu zahlen, dann würde ich wahrscheinlich 150 Euro für eine Taschenlampe zahlen. Nur, nee. Ich weiß gar nicht, wie weit die Dinger aufgehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie teuer sind. Schau mal. Ja, gibt es sogar eine 106 Euro, aber gut, die ist ein bisschen groß. Gib auch eine um 236. Ja, gut, aber mit denen kann ich einen Flughafen beleuchten, gell? 533 Lumen. Die ist hell. Und Magnesium, mit der kannst du ja jemanden erschlagen, also. Mit der brauchst du keinen Schlangen, mit der blendest du jemanden, dass der sein Leben lang nichts mehr sieht. Das ist. Hey, da ist ja taghell mit der. Ja, sicher. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Lumen hat denn meine? 533 Lumen, das ist ja brutal. Steht nichts dabei. 533 klingt viel, ja. Steht nichts dabei. Ja, genau, so. Vielleicht sieht man es in der Kamera. A76 heißt die. Und wenn ihr die bei Amazon eben googelst, dann kostet die Ja. bei Amazon suchst, kostet die 20 Euro sowas. Das ist echt, also. Ah gut, aber Maglite baut die Dinger auch, siege gerade für Ja, für die Feuerwehreinsätze Polizei. etc. Deswegen sage ich ja, deswegen sollte ja das Okay. Magnesium, damit werden ja hin und wieder einfach Leute geprügelt, nicht geprügelt, ja. Nutzt man halt auch hin und wieder Na. als Schlagstock. Ja, na okay, jetzt verstehe ich aber, warum das Ding natürlich so gebaut ist, weil wenn das für Feuerwehren etc. ist, ja, okay. Gehen wir mal Und vom in den Guten aus. USA wird Also. er sehr oft genutzt von weißen Polizisten, um Mitbürger anderer Hautfarbe bisschen zu Ja, drangsalieren. ich meine, was ich da gesehen habe, natürlich, die hat so groß wie das Ding ist, Ja. ja. Also mit der. Ja, okay, das ist ein bisschen. Das bringt. Warum denke ich jetzt schon wieder aufs Dönerhaus und auf Pornhub? Ja, ist egal. So. Ja, gut, so. Ich gehe zum nächsten weiter. Was haben wir denn? Battlebeat. BattleBit, Battlebeat. sozusagen das Spiel in Pixelgrafik, schaut aus wie Minecraft, das beliebter ist als Battlefield. Ist Battlefield in Minecraft-Optik? Und ist ein totaler Steam-Hit. Weil es einfach das hat, was die Spieler von den Spielen sich wünschen. Was denn? Du kannst es einfach normal spielen. Cool. Ja, ich meine, weil Battlefield, ich weiß es nicht, das wird wahrscheinlich den Call of Duty-Pfad eingeschlagen haben, das wird halt einmal schlimmer werden. Einfach Panzer übernehmen, fahren, schießen. Du kannst einfach das, was die Spieler und Battlefield so geschätzt haben, ist halt da drinnen. Es ist nicht verkompliziert, es gibt nichts, es ist ein Multiplayer-Spiel. Fertig. Das muss ich mir wirklich einmal anschauen. Ja, also das, wenn du so eine Spiele magst, wunderbar. Also das Ja, ist relativ. ich bin zu alt für diesen Scheiß. Und ich glaube, was es auch ist, was sie auch gemacht haben, ist das. Du kennst es ja von diesen Online-Multiplayer-Shooter wie Fortnite etc. Du musst warten, bis die Lobby voll Ja. ist. Das ist da alles nicht der Fall. Ich glaube, die hauen da einfach Bots da während rein und die werden dann Ah, getauscht. so wie das kann ich mich erinnern, das hat es früher auch oft so gegeben, ja. So, ganz einfach. Also so ein paar klassische Sachen und die Leute lieben es dann schon. Das ist eigentlich, das war sogar fast ein Lesepick gewesen, Ich habe den Artikel eher dass gelesen, ja. Das fast alle Elternspiele für Gameboy etc., die sind alle sozusagen eigentlich schwer gefährdet, weil man die fast nicht archivieren kann. Wenn die ROMs nicht im Internet umfliegen, dann nicht, Ja, ne? eben also und das wird halt, das ist halt gerade für die alten Sachen sehr, sehr schwierig. Ich hab da ein gewisses Archiv in einer gewissen Größe. Also. Aber ja, Legal. natürlich legal. Sehr gut. Also, ja, ich meine, es geht halt da darum,
Ist ROM ja schön und gut, aber du kannst sie im Original nicht mehr Ja. richtig erhalten. Weil, wie vielleicht manche nicht wissen, du musst bei einer so einer klassischen Gameboy, wie nennt man das, Ja, Kassette, Cartridge. Cartridge, du musst da Batterien tauschen. Da sind jetzt Batterien nämlich drin. Jein, jein, nicht bei allen, sondern Bei nur bei vielen. Spielen, die, wo du den Spielstand speicherst. Ja, richtig, Genau, weil so. das war jetzt bei den NES, bei den SNES, bei den Gameboy, wenn der Spielstand gespeichert worden ist, ist Ja. drinnen eine Batterie, um den Ja, richtig. Speicherstand, weil der Speicherstand wird in einem RAM gespeichert, nicht irgendwo Ja. solid, und die Batterie sorgt dafür, dass das nicht gelöscht wird. Kein Richtig. Strom, kein Also das Speicherstand mehr. richtig. Und das heißt, kein Strom, Spiel geht auch Ja. nicht. Das heißt, es ist halt da und es fängt ja dann schon an, weißt du, auch, du brauchst teilweise alte Technik, dass es überhaupt zum Laufen noch wo bringst. Also das wird halt sozusagen schwieriger. Man, natürlich gibt es dann die Möglichkeit, dass es als ROM Ja, erhaltest. aber du hast nachher nicht mehr den klassischen Input-Output mehr, sondern es wird ja alles nur noch Nein. emuliert, und das ist halt nicht genau erstens das Feeling, auf das so manche stehen, und zweitens ist es nicht, hast du nicht die Eingabeverzögerung durch den Knopf, die Möglichkeit. Spieler mal a Tetris oder a Super Mario auf dem Mac oder auf dem PC mit der Tastatur in einem Emulator. Du kannst das nicht so spielen, wie du Tetris oder Super Mario damals am Gameboy gespielt hast. Weil du Nein, komplett, geht nicht. weil vom Input her, vor allem mit dem Steuerkreuz, mit dem Daumen oben und rechts gleichzeitig so quasi irgendwie gedruckt, das kannst du auf einer Tastatur und so weiter einfach nicht mehr machen. Dir fehlt einfach Richtig. das. Dir fehlt auf die Hardware, um das so zu spielen, wie es intended war zum Spielen. Ja. Ja. Also das so viel dazu. Und dann noch sozusagen vom Studio Ghibli noch oder Begründer Hayao Miyazaki, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspricht, keine Ahnung. Müsste mir jemanden fragen, der Japanisch kann. Ach, ich kann es Ich weiß nicht. ja nicht. Ist gut, sind wir schon zwei. na, der Punkt ist, der Kimp jetzt, der hat sich nochmal aus seiner Pension zurückgekehrt und macht nochmal einen letzten Film. Man weiß eigentlich noch gar nicht viel drüber. Weil es gibt auch keinen Trailer, gar nichts. Also, wenn du wissen willst, um was der Film geht, schau ihn an. Oder um was es sich Ja, handelt. gibt's den Film schon? Der ist in Japan, läuft er schon, ja? Aber es gibt keinen Trailer. Nein, es gibt keinen Trailer. Also, du weißt nicht, was passiert. Ja, okay. Nein, du sollst einfach, das geht darum, es soll nicht gespoilert werden, wie in die modernen Trailer, wo, was der Film eigentlich, was die besten Ach, Szenen das ist sind. wirklich so Schau. Absicht. Das ist Ah, Absicht, okay. ja. Also das war so, das wäre ja nie groß angekündigt worden oder sowas, das ist einfach ins Kino dann quasi gekommen. Cool. Jetzt müsst ihr Japan ins Kino fahren, das ist auch blöd. Ja, der kommt schon zu uns, da keine Sorge. Also wie schon gesagt, ich empfehle jeden, zumindest den Film Totoro anzuschauen. Totoro. Totoro. Ist nicht Akira auch noch von Studio Ghibli? Akira, es dürfte auch von Studio Ghibli sein, nachher das wandelnde Schloss ist auch von Studio Ghibli. Dann die Reise Akira, ins warte mal, Zauberland. Akira, jetzt muss ich echt drüber überlegen. Akira. Warte mal. Ich muss selber schauen. Ich weiß nicht, ich kenne viele, aber ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Das wandelnde Schloss ist Ja. super. Was ist noch super? Ja, Totoro ist sowieso super. Spirited Away ist auch super. Na, okay, Akira ist nicht von Studio Ghibli. Und dann, wie heißt das, wo das Toro Rosso ist auch super. Oder, Bo nein, nicht Porco Rosso, Ja, so heißt das. ich hab. Porco Rosso. Ich folge auf Instagram ja einen ziemlich coolen Account, das ist der Retro Sci-Fi, und der bringt hin und wieder echt coole, so kurze Clips aus der Art von Filmen, also Studio Ghibli und eben Akira, und sehr, echt sehr blutrünstig teilweise und extrem und
Ich habe mir jetzt mal so zwei, drei so angeschaut im japanischen Original mit englischen Untertiteln und das macht irgendwie schon Spaß. Also jetzt haben Die Studio ein paar Ghibli-Filme, weitere. die kann man Ja. echt, die kann Und man aber da echt gibt es empfehlen, scheinbar also. noch wirklich noch mehr so Klassiker, die Ja, ich habe da Orozuko Uro Tsukidoji, Legend of the Oberfiend. Das ist ein sehr abgefahrener Film. Also da so. das ist, aber wie gesagt, ich empfehle zumindest jedem, sich Totoro anzuschauen. Totoro. Totoro. Cool. Haben wir die Filmtipps auch schon Das drin? Nicht schlecht. ja, Studio Ghibli kannst du wahrscheinlich fast jeden anschauen. Gut. So, jetzt darfst du. Ja, warte, jetzt mal so geschwind eine Notiz machen. Wir sind bei 2 Stunden 25. Boah. Unglaublich. Ich habe da einen Tipp. Frank geht dran. Einen Tipp für alle. Vor allem wendet der sich eben an Frauen, aber es kann ja natürlich auch Männer betreffen. Keine Ahnung, du bist aus, gehst aus, ein paar Drinks, keine Ahnung, mit den Mädels unterwegs und es gibt halt so Typen, die scheinbar nicht wissen, was nah hast oder wie man sagt, die einfach nicht nachgeben und die nach deiner Nummer fragen. Ah, gib mir doch deine Nummer. Und die ewigen, die eine Sample und deine Player. Na, gib mir doch deine Nummer. Ah, ich will deine Nummer. Ich rufe die an, ich will das schreiben. Bla bla bla. Du bist so nett und keine Ahnung. Dafür gibt es erstens einmal zwei Projekte. Also das ursprüngliche Projekt, was ich gesehen habe, das ist das österreichische oder das deutsche. Eins von beiden war halt erster. Das heißt, Frank geht ran. Und Digital Courage hat das jetzt doch einmal aufgebracht und unterstützt es auch finanziell. Da kannst du nämlich zwei Telefonnummern angeben. Also wenn dir jemand nach deiner Telefonnummer fragt und du mit der Person absolut nichts am Hut haben willst, gibst du einfach eine von den Nummern an. Und jetzt habe ich leider, kann ich leider den Ton aus dem, habe ich leider den Ton aus dem Chrome nicht. Jedenfalls kommt noch eine Bandansage. So, und der Frank, der dann abhebt, weist den unbequemen Anrufer eben ganz sachlich und ruhig darauf hin, dass der Anruf eigentlich nicht erwünscht war und dass er sich das nächste Mal überlegen soll, ob er das noch einmal so macht, nämlich so penetrant nach einer Telefonnummer zu fragen. Finde ich eine coole Aktion. Gibt es für Österreich und für Deutschland. Gut, ich werde mal die Nummer jetzt auskopieren. Das sollte man jetzt nicht unbedingt. Ach so! Aha, ja. Okay, ich verstehe schon. Bist du oft so Opfer von Anmachsprüchen und. Na, mir geht es darum, wenn die irgendwo registrieren muss, trage ich jetzt in Zukunft die Nummer. Ich glaube, das sollte jetzt. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Es ist ja wurscht, wer bei der Nummer anruft. Ja, okay. Also ich verstehe den anderen Zweck, ja, den finde ich besser. Aber es ist ja wurscht, wie viele Leute da gleichzeitig anrufen. Es macht ja keinen Unterschied. Okay. Weil diese ungewünschten Werbeanrufe, die sind ja Ja, nervig. sicher. Deswegen habe ich eine neue Handynummer nach 20 Jahren geholt, weil ich einfach täglich mehrere Anrufe gekriegt habe. Nein, ich hab die einfach, das, was komischerweise funktioniert, wenn du die Nummern einfach konsequent blockst. Nein, funktioniert leider nicht. Bei mir hat es Wohl, zumindest nicht funktioniert. also ich gebe zu, das hat aber Jahre Ja. gebraucht. Also das glaube ich, hat nach 4, 5 Jahren habe ich es mittlerweile geschafft. Es hat bei mir nicht mehr funktioniert und mir war noch an schlussendlich der Aufwand zu hoch, erstens bei der RTR die Nummer zu melden und zweitens die Nummer zu blockieren, dass man einfach gedacht habe, neue Handynummer fertig. Ja, na, das ist, ich mag mir keine neue Ja. Handynummer merken, bin ich zu faul. deshalb bleibe ich dabei, ich blockiere einfach alle, die mich nerven. Was? Was? Ich hab da von einem. Hat der mal.
Also ein gewisser gemeinsamer Bekannter, nennen wir ihn, nennen wir ihn Manuel B., hat mir gerade eben, weil ich gerade gesagt habe, alte Nummer, und jetzt hat er vorher mein altes Handy, mein Ersatzhandy aufgeleuchtet, wo ich die alte SIM-Karte noch drin habe zur Sicherheit. Und da habe ich meine Nachricht gekriegt von dem Herrn, der hat sich meine neue Nummer noch nicht gespeichert. Aha. Na schau. Da hast du nur Probleme mit den neuen Nummern. Gut. Ja, dann Frank geht dran. Also lasst ihn Frank eigentlich ihre Probleme lösen. Ja, Nein, es es löst löst kein überhaupt kein Problem, aber es gesellschaftliches ist, Problem, nein, es ist halt, aber es ist aber es ist zumindest zum okay. Es ist Abwimmeln, okay. eine gute Idee, ja. Ja. Ich habe nur zwei Lesetipps einfach zum Schluss. Einfach so eine Geschichte zu, was kommt noch Generation Z. Es ist Generation Alpha. Wir fangen jetzt wieder von vorne an. Ja, Alpha hat es nie gegeben, weil die Generationsbenennung von der internationalen Kohorte hat erst mit Ende 19. Jahrhundert angefangen. Ja, deshalb fangen wir jetzt bei Generation Ja. Alpha an. Dazu ein Artikel zum Lesen und sozusagen ein relativ interessanter Artikel zu Duolingo. Das heißt, wie das entstanden ist und was die in Zukunft vorhaben und was die sich da in Kombination mit KI, AI vorstellen können. Aber ist sozusagen, also du kennst die ganze Hintergrundgeschichte, wie Duolingo entstanden ist, steht da beschrieben drinnen. Okay. Er ist relativ spannend. Okay. Also wenn es da jetzt, dass man ungefähr die Länge weiß, wenn es da jetzt von den Listen to History, to the Story, wenn es da jetzt vorlesen lassen würdest, würde es 43 Minuten dauern. Duolingo, das ist das Sprachdings, oder? Genau, es geht, ist das Sprachding, Hast genau. du das einmal genutzt? Ja, Echt? kann man empfehlen, Kann man ja. empfehlen? Ja, du hast im Grunde eh zwei Optionen, Babbel und Duolingo. Meine Frage, die haben ja einen anderen Ansatz, wenn es um Sprachenlernen geht. Was heißt denn anderen? Unser Ansatz, den Ansatz, den wir kennen, wir sitzen in einer Klasse. Es wird da ein Buch an den Schädel geschmissen und gesagt, du kannst jetzt Du musst jetzt Italienisch. Vokabel lernen. Du tust das. Es ist Konversationstraining und was auch immer. Es bringst da halt spielerisch bei. Du fängst eigentlich eher gleich mit so Sätze an, so ganz einfache Geschichten. Geht, was sie dann sagen, es da zum Beispiel dessen und das liest da jemand vor und das ist halt so, es ist spielerischer. Ja. Die Frage ist, ob du es damit perfekt lernen kannst, weiß ich nicht. Würde jetzt wird schwierig. Aber natürlich, so Grundlagen kannst du damit schon beibringen. Okay. Also, das geht schon, ich meine, natürlich wie bei allen, du musst halt Zeit reinstecken. Okay. Also, wenn du jetzt meinst, du installierst Duolingo und dann kannst du es nach. Ja, das ist eben meine Frage. Ich würd mir schon gern eine Sprache wieder aneignen, lernen, beziehungsweise ich habe Italienisch gelernt, 3 Jahre lang, 4 Jahre lang, 3 Jahre lang. Ah ja, 3 plus 1, also es ist das dritte Jahr wiederholt. Aber ich würde es einfach gern wieder kennen, und so wie Duolingo klingt für mich interessant, aber es ist halt preislich und so weiter, ja, jetzt auch nicht so ohne, oder? Und da würde ich Duolingo. eher abwägen, erstens, was ist der Effort, was ich einstecken muss? Und steht er in dem Verhältnis zu dem Preis, was du Ist dafür nicht zahlst? Duolingo sogar gratis? Wenn du le Ich glaube, Duolingo ist sogar eine gewisse Zeit lang gratis.
Unsere kostenlosen kurzen Lektionen, ja. Also Duolingo kostet Gar nichts. nichts. Wie finanzieren die sich noch? Was ist das Geschäftsmodell? Was haben denn die? Das steht eh in den Artikel da drin. Ah, die schaltet ja Werbung natürlich. Okay. Ah, okay, ja. Ich glaube, sonst auch noch ein paar Formate, aber so für die soll's eigentlich, ist es eigentlich kostenlos. Okay, ja gut. Na, dann werden wir das mal anschauen. Das Jetzt, kannst du ich habe anschauen, jetzt ja. auch geschaut, vielleicht werden wir das mit der App nochmal, werde ich wirklich mal probieren nochmal. Das ist so zum Anfangen sicher keine schlechte Option. Mein Problem ist, was heißt mein Problem ist, ich verstehe ja Italienisch prinzipiell, wenn das mir das Gegenüber langsam redet. Ich habe viele italienische Kunden, mit denen zusammenarbeiten. Wenn die untereinander reden, reden sie natürlich Italienisch. Und verstehen tue ich recht gut. Aber ich bringe einfach keinen geraden Satz aus. Una birra per favore. Per favor. Por favor. Das nicht Ja. Spanisch? Ah, sí. Me gusta. Ay, mi un gusta. Ay, 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 ay. Ja, na, ich bin da, weißt du was, ich bin da eher zu den Ansatz übergegangen. Ich weiß zwar, dass das eigentlich. Es wäre sogar gar nicht schlecht, neue Sprachen zu lernen, weil dein Hirn wieder quasi neu gefordert werden würde. Aber ich gehe einfach dahin und sage einfach, ich arbeite dran, mein Englisch zu verbessern. Weil es halt einfach so eine universelle Sprache ist, wo die halt, ja, wo die halt eigentlich auf der ganzen Welt verständigen kannst. Ja, Englisch ist ja meine Zweitsprache, also halt beruflich. Ja, Das na eh, deshalb sage ich, da sage ich, ich stecke lieber da. Ich meine, ist na. würde ich auch sagen, dass ich mittlerweile, jetzt bin ich 5 Jahre, mach ich genau das. Und ich habe sehr viel Konversation mit Ja, Amerikanern. ja. Aber Ja, mein das meine Englisch ich. ist auf ein ist vom Verständnis und vom Reden her auf einem guten Level, leider was ich nicht wegbringe. Und niemals wegbringen wäre, ist das Dein Akzent, den nein, kriegst den du ja nicht kriegst du weg. nicht weg, Das ist, absolut keine ich Chance. meine, es ginge schon, wäre halt super Ja. aufwendig. Also da, das ist ungefähr so, wenn ich jetzt zu dir sage, ich will da, wenn du nur mal astreines Hochdeutsch sprechen willst, da gehst du Jahre Ja, Sprachtraining. eben. Das Das wäre im Englischen einfach nicht weg. Also sonst ist mein Englisch, würde ich sagen, ganz okay. In Englisch habe ich halt das gleiche Problem wie auch im Deutschen, Wortfindungsprobleme. Das merkt man ja da beim Podcast ja, dass ich hin und wieder überlege, wie heißt das? Was ist das? Wie heißt denn das Was ist das, Wort? was ich gerade sagen will? Ja, gut, das ist, ich mein, das ist Und natürlich das habe ich im ja, Englisch vermehrt. Es fällt mir wohl ein, aber dann habe ich immer so das 5 Minuten. ja, das ist so eine Sache, das geht halt eigentlich nur fast, wenn du in einem englischsprachigen Land für längere Zeit Wahrscheinlich wohnst. ja, das ist wahrscheinlich Das ja. ist das Einzige, was da hilft auf Dauer. Und ich glaube sogar, wenn du dann wieder länger weg bist, dass das wahrscheinlich dann auch wieder Ja. vergissest. Also, das ist halt klar, ist keine Muttersprache von dir. Also, Deutsch, wenn du das als Muttersprache so wie das hast, ja, das wirst du immer kennen. Das geht halt nicht mehr weg. Aber natürlich, ist klar, du bist keine Muttersprache. Und ja, aber na, Duolingo kann man empfehlen, ist gut. Ja, okay. Also, kann ich empfehlen. Gut, und da mal jetzt, glaube ich, wir sind jetzt eh schon bei 3 Stunden, Na, oder? zweieinhalb, aber es reicht. Na, wir haben Ah ja, ja. du musst ja was dazu rechnen. Ja, wie gesagt, das fixe ich schon.
Na, fix es Na, einfach. Lass es einfach. Lass es wirklich, ich wie es will ist. nicht, dass die Nasen bei YouTube jetzt mehr von uns haben, wie eigentlich ursprünglich die Podcast-Hörer, weil der Podcast ist für die Hörer und nicht für die YouTube-Nasen da. Das heißt, ich will da den same Content, wenn dann Bonus im Podcast, nicht auf YouTube. Weil ich produziere nicht für Google und Co. Oh. Na, na, ich produziere für ein Du offenes Format, das auf produzierst so offenen auch für Google. Distributionskanälen mit einem offenen Standard ausgeliefert werden und nicht für Google. Punkt. Sobald du auf die Website stellst, produzierst du ja schon Na, für aber ich Google. habe ja, aber ich habe es produziert für die Website, abrufbar mit einem offenen Standard, das heißt RSS-Feed, was alle anderen dann auch machen, ist mir wurscht. Aber ich produziere nicht exklusiv für YouTube. Solange ich kein Ja, Geld eh. kriege. Sonst schaut es ganz Eben. anders Das aus. heißt, ich werde jetzt die zwei Audiospuren aus dem Video außer extrahieren, hau das ins Also, Auphonic und auch unsere das heißt jetzt Podcast-Hörer haben den vollen Genuss. rein hypothetisch, wenn du jetzt mit YouTube Geld verdienen würdest, würdest du da die Arbeit nicht antun? Ja. Ja, dann kann ich meine Prinzipien immer einen Haufen werfen, weil ich Natürlich, kriege dafür gezahlt, ja meine klar. Prinzipien zu verraten Zu verbiegen, und zu verbieren. ja, klar. Ja, ist Ist okay, das okay, macht gell? Sinn. Ja, ist super. Also, Perfekt. so fängt es Ja, Elend an. also. Außen vorbei. Ja, dann viel Spaß beim Mir wurscht. Zusammenwurschen. Okay. Bis zum Passt. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.